Wirklich, jeden Dunkelhäutigen, den ich kenne, der in diesem, sagen wir mal, Glaube ist, der, sagen wir mal, an den Koran glaubt, der in dem Islam drin ist, sage ich jeden Dunkelhäutigen, hört mal zu, Leute, das ist nicht eure Religion. Weil wenn ich hier so sehe, wie sie uns, wie die mich beleidigen, da weiß man ganz genau, ja, die hätten mich auch mit anderen Worten beleidigen können und so, ja, aber die kommen dann mit dem N-Wort. Oder mit dem Wort B, also Bimbo, okay, mit dem Wort kommen die, ja, TikTok sportlich. Und dann kommen die auch noch mit den, zum Beispiel, keine Ahnung, was hat er das letzte Mal, glaube ich, gesagt, aber weiß ich nicht mehr. Also lauter so Sachen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch ganz, ganz ehrlich, jeder Dunkelhäutige sollte diese Religion verlassen. Wirklich. Genau, da bin ich absolut deiner gleichen Meinung. Und ich glaube, du wolltest sagen Rosinenköpfe. Ja. Das steht ja in einem Hadith drin. Ich möchte eigentlich nicht über ihren Glauben reden oder sonst irgendwas, aber das ist ein Islam-Stream, das ist ein Aufklärungsstream. Und wenn ihr Richtig. über die Bibel sprechen wollt, können wir auch gerne machen. Aber ihr beantwortet erst unsere Frage und dann gehen wir auf eure Frage ein. Das ist doch kein Problem. Wir können gerne über jüdische Schriften reden, biblische Gerne. Schriften Gerne, reden, ich bin sogar offen Alkoran. Wir dafür. können über alles reden, Taurat, alles. Wir sind für alles offen. Kommt mit euren Scheinargumenten. Ich bin vorbereitet. Wir sind vorbereitet. Kommt rein! Richtig, richtig. An die ganzen Leute, die hier sind, unsere christlichen Brüder und Geschwister, Leute, macht euch keine Sorge. Ich lasse mich da auch nicht wegen sowas unterkriegen oder so, ne, Leute. Wenn ich mit so Versen komme, ja, die eindeutig beschrieben werden, das ist ganz klar, das tut weh, ja, die können das nicht verarbeiten, das geht ganz tief in die Wunde rein und ich fordere jeden Moslem heraus. Also wie gesagt, ich habe 3 bis 4 spezielle Fragen bezüglich den Islam, dann können wir gerne zu der Bibel springen und bringt mir jede kritische, wie gesagt, Frage ist kein Problem. Wir regeln das, ne? Und ich gebe euch die Garantie, die Bibel wird euch widerlegen. Nicht wir widerlegen euch, sondern die Bibel selbst. Wenn man weiterlesen tut, kommt die Widerlegung von alleine. Die Bibel tut euch widerlegen, nicht wir euch. Ist ganz einfach zu verstehen. Ja, du hast keine Ahnung, laber nicht so viel, du Fame-Geiler. Ja, dann komm hoch. Sansa Power, komm hoch. Also wir Komm müssen noch hoch. klarstellen, es gibt ein Video von Flex und Liebe zum Hadith, wo Liebe zum Hadith den Flex fragt, ob er 100 Jungfrauen im Paradies bekommt. Absolut, 100 Mütter, 100 Väter und 100 was auch immer, ne? So ist auf jeden Fall der Inhalt zu verstehen und das sind ihre Scheinargumente und das wird langsam peinlich. Ja, Das wird vor allem langsam das peinlich, Lustige an der wirklich. Sache ist, der hat drauf ja Fremdscham. schon, der hat drauf, guck mal, wie hohl die eigentlich sind, ja? Jetzt hört mal gut zu, Leute, ja, ich habe was Schönes für euch. Er sagt zu mir, wir werden im Himmelreich hundertfältig, also 100 Frauen kriegen, 100 Kinder, also 100-mal Kinder kriegen und dann habe ich gesagt, du weißt schon, damit ist die Gemeinde gemeint, damit ist das ewige Leben gemeint, ja. Und das werden wir im Himmelreich hundertfältig bekommen. Das habe ich so gut erklärt und die haben das Video so zusammengeschnitten, so wie es denen passt. Überlegt mal, Leute, wie krank die sind. Ja, und dann kommt so ein Omar, ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, Leute. Abu Arzach, Bruder Herz, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, was ich heute hochgeladen habe. Hey Cindy, was ich Ich heute habe das Video hochgeladen. gesehen, dieser Omar wurde von uns schon widerlegt, komplett. Der war Hey, mundtot, der hat geheult und so. ich habe den komplett TikTok-Sprache. zerlegt. Ich habe mir nur gedacht so, oh mein Gott, das ist nicht sein Ernst, ja, dass er wirklich ein Video gegen mich macht, weil ich bin dann in den Schriften reingegangen. Habe gelesen und habe ich mir gedacht, so halt, in Hebräer gibt es doch eine Erklärung dazu, ja, dass wir, wenn wir mit unseren Füßen Gott treten, dass wir nach unseren Taten gerichtet werden. Gott richtet nach unseren Taten. Und das war meine Antwort drauf. Simple and easy. Das Ding ist, die sind richtige Jahils. Oh, Schwester Herz, du hast ja gar kein, Ina, du hast ja gar keine. Rechte hier gerade. Mello hat auch keine Rechte. Was ist los? Warum habt ihr hier keine Rechte hier? Warte kurz. Mello, hast du auch gleich Rechte? Kleinen Moment.
Also bei mir sind Frauen jetzt Moderatorinnen, ne? Also die Männer bleiben erstmal außen weg. Nur die Frauen sind jetzt Der erstmal Moderatoren. Frauenschwarm, ne? Der Hä? Frauenschwarm, die Damen werden hier schwach vom Anblick des Herrn. Oh, Ey, da muss man ein bisschen mit die den. Frauen müssen mal auch mal langsam an die Macht, ey. Das ist ja schlecht, wenn die Frauen immer, wie gesagt, nicht an der Macht sind. Die sollen auch mal an der Nein, Macht sein. ich sag dir ehrlich, was dieser Moderatorstatus betrifft, sind Frauen vertrauenswürdiger. Absolut. Ich weiß, absolut, absolut, absolut. Naja, wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, kann er gerne mit uns reden. Wir sind für jedes Gespräch offen. Sachlich, auf einer deutschen, grammatikalisch korrekten Ebene, bitte. Das ist mir sehr wichtig. Richtig. So, der Bruder Borsalino will uns was sagen. Ja, hallo, na, Bruder, alles klar. Ich wollte, Richtig. ne, dir nur von nett, aber weil wegen Joker hier und so, ne, hast ja gerade gesagt, über solche Ja. Kandidaten. Nee, da wollte ich eine Sache nur zu sagen. Eine Sache, wo ich neulich, das war wie als wenn ein Pastor mit zwei Frauen in Arm Enthaltsamkeit seiner Gemeinde predigt. So kam mir das bei Joker vor. Ist kein Witz, Alter. Ich habe mich so totgelacht. Darum muss ich dir das sagen. Ja. Das Ding ist, eine Sache müssen wir klarstellen. Der Typ ist eigentlich, wenn man, also ich habe den jetzt ein paar Mal schon, ich habe den schon ein paar Mal zugehört. Und ich bin ganz ehrlich, das sind Leute, die müssen abgeschoben werden. Direkt raus aus Deutschland. Das ist jemand, der passt gar nicht mal in diesem Land rein, bin ich ganz ehrlich. Und schon weil die so sind, schieße ich richtig gegen die. Warum? Das sind Menschen, die passen hier in Deutschland einfach nicht rein. Deren Ideologie, generell, deren Ideologie. Leila, geh raus, Mann. Wir nehmen auch gleich deine ganze Familie mit. Du passt auch nicht hier rein. Du verstehst gar nicht mal, worauf ich hinaus möchte. Borsalino, guck mal, Bruderherz. Das sind einfach Menschen, ja, denen muss man ein One-Way-Ticket buchen. Und wie gesagt, ich biete sogar. Meine Möglichkeit, ich biete sogar mich selber an und sage, hey, weißt du was, ich sammle sogar für dich Spenden, das ist gar kein Problem. Yalla, nimm so viele von deiner Sorte mit. Weil das sind Menschen, die passen hier einfach nicht rein, das Bruder ist Fakt. Quani bin ich auch dabei. Und was ich ja neulich in den Streams auch immer wieder sage, die Leute holen mich ja schon nicht mehr hoch teilweise, weil wenn jetzt einer eine Fahne von denen oder eine Fahne von denen drin hat, weißt du, was ich ja meine aktuell, ne, brauchen wir nicht Ja. weiter drauf eingehen. Ich, ne, will nicht auf einmal ein neues Thema nennen, sondern ne, darum sage ich die Fahnen und das sagt dir schon was. Und ich komme da neulich hoch und sage, ey, Leute, ihr mit euren Fahnen da, ihr seid deutsche Staatsbürger, ist das richtig? Ja, sind wir. Ich sag, seht ihr, ich sag, ihr geht jetzt mit einer Fahne und das ist ja nicht das erste Mal, ist ja schon mit anderen Nationalitäten hier passiert, dass die Leute hier andere Fahnen hochhalten, dass die anerkannt wird, irgendwo tausende Kilometer weiter für dieses Volk dort. Wir sollten vielleicht mal hier vor Ort erstmal, Bruder, das ist ja noch nicht mal mehr Geschwurbel oder so, wenn sogar bei ZDF die Anstalt eine ganze Show darüber macht, dass wir Besatzungsmacht sind, ist das nicht mehr Reichsbürgergerede, sondern das ist ein Fakt. Das müssen wir einmal uns klar machen, dass die Absolut. schwarz-rot-goldene Fahne eigentlich nicht unsere Fahne ist, sondern wir eigentlich eine eigentliche Fahne hier, eine andere. Und da, wir suchen dann nach Borsalino, Pro. Borsalino, sprech dich aus, verschluck die Wörter nicht, Ja, sag genau. allem, was du sagen möchtest, Dann Bruderherz. sag ich dir, wie es ist, ohne zu achten. Und zwar, man sucht sich dann jetzt so ein Thema wie Israel, wie Palästina, dann spalten sich die Leute hier in die verschiedenen Lager, statt mal eine Gemeinsamkeit zu finden, dass man deutsche Bürger ist. Das wäre unsere Gemeinsamkeit hier. Und Schulter an Schulter können wir zusammen vielleicht mal dafür demonstrieren, dass wir unsere eigentliche Fahne hier legitimiert bekommen, bevor wir das für Länder tun, die 7000 Kilometer entfernt sind, sollten wir Danke, hier vor Ort danke, unsere Fahne danke. endlich legitimieren und das zusammen. Und dann bin ich auch bereit, danach für andere Fahnen vielleicht mal auf die Straße zu gehen, Genau. inshallah, mit irgendwelchen Brüdern, egal welchen Glauben, egal welche Nation, ist mir egal. Wenn der Bruder wenigstens neben mir stand, als ich hier in diesem Land meine Fahne legitimieren wollte und nicht drüben bei der Antifa und mich N genannt hat, da sollten wir vielleicht mal hinkommen.
Richtig. Guck mal, da kann ich dir sogar noch was sehr, sehr Gutes dazu sagen. Guck mal, du musst dir jetzt mal vorstellen, wenn das jetzt, sagen wir mal, eine normale Demonstration ist und wenn sie auf der Straße gehen würden und ganz normal sagen würden, hey, der Krieg muss aufhören, Israel soll aufhören, auf einer friedlichen Weise. Keiner würde was sagen. Aber dann auf der Straße Allahu Akbar schreien und den Baklava noch zu verteilen und sich dann noch freuen, dass Menschen auf der Gegenseite, ja, auf der anderen Seite sterben und dann sagen, ja, Mann, das ist gut, sollen die Israeliten draufgehen. Ganz ehrlich, zur Hölle mit denen, Mann. Ganz, das sage ich sogar als Dunkelhäutiger, weil wir unterstützen das einfach nicht. Wie kann man sich dabei freuen, dass Menschen draufgehen, Mann? Warum freut man sich, wenn Menschen draufgehen, Mann? Das Auch ist der doch nicht Punkt, normal. die haben das mit der Integration offensichtlich nicht richtig verstanden, denn und hier schreibt einer, dass das die Fahne, die ich meine, 160 Millionen Menschen auf dem Gewissen haben, die Fahne, von der ich gesprochen habe, ist die Kaiserreichsfahne, die eigentlich geltend wäre hier. Eher als die BRD-Firmenfahne wäre eigentlich Warte, die Kaiser. Borsalino, warte, Ne? Borsalino, hier hat einer geschrieben, Israelis übertreiben aber auch. Erstens, wir sind auf deutschem Boden. Denn gehen wir nicht hier auf der Straße und freuen uns noch, dass andere Menschen da draußen sterben. Sagt es deinen Mitmenschen. Ja, und die sollen aufhören, Baklava auf der Straße zu verteilen. Das ist falsch, das ist nicht richtig. Wir verteilen doch nicht Baklava, wenn andere Blut vergießen im anderen Land. Alter, das ist doch krank, Mann, Alter. Wacht mal ein bisschen auf, Mann. Das ist Vor krank. allem, wenn Israel übertreibt, diese Vorwürfe, die kannst du dir gerne auch mehr, Flex, du darfst sie gerne benutzen auch, ne, mal, wenn sowas Ja. kommt. Pass auf, diese Argumente, die sich auch in jedem Stream, wo diese Menschenrechte und hier und da Verletzungen von Israel und Genozid, so wird ja geredet. Aber fragt euch mal, liebe Leute unten am Chat, ne, die sowas schreiben und so argumentieren, wenn die Rollen vertauscht werden, von heute auf morgen, der andere den größeren Stock hätte auf einmal. Wir nehmen an, morgen hätte ne, Palästina hätte oder hätte schon lange die Militärverhältnisse, was Israel hat, und umgetauscht genauso. Meinst du denn, die Juden hätten, wenn Offensive von den islamischen Ländern auch nur eine geglückt wäre und man sich nicht, meinst du, die hätten Menschenrechte zu erwarten, so wie man es jetzt von ihnen fordert, von Muslime? Meinst du, Juden hätten von Muslime so viele, macht euch mal nichts vor, die haben eine Prophezeiung, wo deren Auslöschung mit beinhaltet ist. Also das ist Absolut, Heuchelei, absolut. Ich Alter. bin da ganz Wie deiner würdest Meinung. du denn? Fragt euch Darf mal, ich wie kurz würdet was, ihr, darf ich kurz was sagen? du Ich bin kannst, du davor kannst nicht offen. reden, Leila. Eine Sekunde, Leila. Eine Sekunde. Sofort, ich Borsalino. würde sagen, fragt euch selber mal, wenn ihr wisst, dass einer euch auslöschen will, wie menschlich und human wärt ihr zu demjenigen, zu dem ihr wisst, dass er nicht human zu euch sein würde? Fragt euch das mal. Ja, gleich, wir kommen gleich nochmal dazu, Borsalino. Ja, Leila, meine Liebe, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, Gottes Segen. Ich hoffe, du hast den Tag gut gestartet. Mir Ja, geht's super. Ich womit bin auch kann ich. vollkommen auf deiner Seite, was das anbetrifft. Wir sollten uns gar nicht freuen. Es ist egal, auf welcher Seite gerade Leute sterben. Wir sollen die Letzten sein, die darüber lachen. Aber du regst dich gerade auf wegen Baklava auf der Straße verteilt und bla bla bla. Was, morgen ist Halloween. Die Deutschen verteilen Süßigkeiten an Halloween und du sollst gar nicht reden, was die Leute verteilen, ehrlich Okay, gesagt. Leila, ich halte dich jetzt hier kurz fest. Was hat Halloween, ja, was hat Halloween mit einem Das Krieg eine zu hat mit dem tun? anderen. Warte, lass mich kurz ausreden. Ganz kurz, ganz kurz. Ich bin ja nicht hier, um dich bloßzustellen, sondern ich versuche dir zu erklären. Das ist ein ganz anderes Thema. Danke. Du kannst Halloween nicht mit einem Krieg vergleichen, wo welche auf der Straße So, Allahu ihr, Akbar Mama. schreien. Warte, warte, Nein, nein, Leila. wir reden nicht über Warte, Leila. Allahu Akbar. Das kannst du jetzt nicht. Warte. Ich hab nicht Allahu Akbar. Warte, Du hast Leila, dich. warte doch kurz, warte doch kurz. Die Leute gehen in Berlin auf der Straße, freuen sich noch, ja, dass Raketen in Israel reinfliegen, okay, Menschen sterben, die gehen auf der Straße, freuen sich, ja, dann sind Frauen mit Kopftuch, ja, wirklich in laufender Kamera eiskalt zu sagen, ja, das ist gut. Ey, Das ist guck mal, du hast es ganz gesagt, ja, kurz. das ist Warte, Leila, nicht warte, richtig. Leila, warte, Leila, Aber warte, vielleicht Leila. nicht mal Lass 5% Flex von dem, was auf ausreden, der lass Straße Flex geht. Lass ausreden, mich kurz lass Flex ausreden, Leila, ausreden. ganz kurz. Und dann sage Leila, ich ein Wort und dann sei kannst du reden. selber zu dir ehrlich. Sei selber zu dir ehrlich. Das ist nicht schön.
Sei doch ehrlich zu dir selbst. Ich Das habe ist doch nicht nicht cool. gesagt, dass es schön ist. Ich sag dir gerade, du hast vollkommen recht, aber du kannst doch nicht diese 2, 3% Leute, die sich gerade am Freuen sind, mit den restlichen Leuten vergleichen. Nicht jede, nur weil einer auf die Straße gegangen ist, beziehungsweise mit Kopftuch und sich in die Kamera da gefreut hat, kannst du doch nicht behaupten, dass alle so sind. Das kannst du doch gar nicht vergleichen. 2, 3%, weißt du, wie viele auf der Straße waren, sich gefreut haben? Alter, das war eine Armee. Leila, der Witz ist, du sagst, er kann die Du beiden sag nicht mal, ver. leise, mit dir hat keiner gesprochen, du kleiner Hund. Borsalino, warte kurz, Raus Bruder. mit dir, sie hat Weil belegt. sonst, weil Nein, sonst wird das draußen. zu hitzig. Ganz kurz, wer hat die jetzt rausgeschmissen? Sie hat das Huso-Wort gesagt. Ne? Sie hat, ja. Sie hat Warte mal, ihn. Wer hat sie rausgeschmissen jetzt? Keine Ahnung. Ich kann es nicht. Naja, spielt doch keine Nein, Rolle. du Ist hast gut ihn so, dass du. rausgeschmissen. Wer hat sie jetzt rausgeschmissen? Bruderherz, es ist sogar gut, dass sie raus ist. Wer beleidigt Ja, hier keine Person? aber das war ja ganz kurz, Leute. Ich. Bitte ohne Genehmigung nicht rausschmeißen, Leute. Genau. Gibt der ruhig Zeit zum Reden, weil sonst heißt es am Ende, wir sind schlechte Menschen. Alles gut, wir klären ja auf. Alles gut, Leute. Ja. Genau, wenn hier jemanden rausschmeißt, dann ist es Flex. Ja, alles gut, alles gut, Ich alles habe gut. nicht, ich hab kein Haarsohn gesagt, hört auf zu lügen. Ich habe gesagt, Hund, erstens. Zweitens, lass mich nur kurz aussprechen. Die Rede war nicht von den Leuten, die sich gefreut haben. Ich habe dir lediglich nur gesagt, du regst dich darüber auf, was die Leute auf der Straße an Süßigkeiten verteilen. Und morgen ist dir hier in Deutschland das ach so tolle Fest von Halloween, was noch nicht mal den Deutschen gehört, aber okay. Was verteilen die denn Ganz morgen? kurz, lass Ja, mich drauf aber ey, antworten, lass mich aber ganz kurz drauf Rabbi antworten. Du sag mal ganz Rabbi und Borsalino, ganz kurz, meine Brüder, ihr könnt auch gleich reden. Ich will dir nur kurz was fragen, Leila. Was hat Halloween mit dem Krieg jetzt gemeinsam, bitte? Ich habe nicht gesagt, dass das was mit dem Krieg was zu tun hat. Die Rede war, du regst dich übelst auf. Seit Minuten redest du von irgendwelchem Bocklauer, was auf der Straße verteilt. Was interessiert dich das? Sollen die Leute sogar Leila, Scheiß auf hast du, uns ganz kurz. Leila, es ist nicht böse gemeint, aber hast du überhaupt verstanden, was ich alles Ich hab gesagt dich schon habe? verstanden. Ja, natürlich. Ich hab dich schon gut Flex, verstanden. Nein, Flex, aber du Flex, Flex, wiederholst Flex, irgendwas, Flex, Flex. was. Ich gebe nur zwei Sätze ab, Bruder. Wirklich, ihr zieht das immer mit den Okay. Leuten sehr lange. Okay, Leila. Okay, okay. Wofür wurde Baklava verteilt? Für was? Rabbi, guck mal, mit dir will ich gar nicht reden. Ist besser für dich, bevor ich dich komplett bloßstelle. Du weißt, was du getan Nein, hast. Leila ist doch respektvoll zu dir, Leila. Er hat dich nicht beleidigt. Ja, ihr wisst nicht, was im Hintergrund abgeht, deswegen ich will mit denen gar nicht reden. Aber Leila, guck mal. Wenn das Warte, nicht ist, aber Leila, warum? guck mal, bei Oh allem Respekt, Leila. Atta, Schwester, du kannst gleich reden. Leila, ich habe die Sache beobachtet. Die haben sich auf offener Straße gefreut und haben drauf ein Baklava gegessen. Und haben sich gefreut, dass da Raketen reingeflogen sind. Jetzt Okay, sagst warte, du, wo auf wie ist das viele Problem Demos? mit dem Okay, Baklava? ich frag dich jetzt mal eine Frage. Auf wie viele Demos von denen warst du denn? Oder was hast du genau beobachtet? Diese Das ist eine doch vollkommen Situation. egal. Ich habe es gesehen. Ich sag dir, was ich gesehen habe. Flex, Bruder, ihr Problem ist, wenn ich das kurz erläutern darf, Flex hat sich nicht darüber aufgeregt, dass Süßigkeiten verteilt worden sind. So denkst du, dass er sich aufgeregt hat, es werden auf der Straße Süßigkeiten verteilt. Der Grund, warum sie verteilt werden, das ist der Unterschied. Dort wurden sie verteilt, weil man sich gefreut hat, dass Leute gestorben sind. Zu Halloween werden sie einfach verteilt als heidnisches, kulturelles Fest hier. Das ist der Unterschied. Pass Und wenn du du mal wirklich auf, so dass du sein, keine Ahnung kommst, warte mal, Platz. warte, lass mich den Satz auch beenden. Ich habe lange gewartet, um dir das zu sagen. Wenn du diesen Unterschied nicht begreifen kannst, dann brauchst du hier gar nicht über irgendwas Geopolitisches überhaupt diskutieren wollen, ganz ehrlich. Da explodiert. Jetzt bin ich mal dran. Ja, Dankeschön also. fürs Wort. So. Also keine Leila in diesem Land hat das Recht zu beurteilen, ob hier an Halloween Süßigkeiten verkauft werden in diesem Land oder nicht. Du Das bist mal als erstes. Hast du gerade gesagt, Als keine Leila? zweites. Erstmal heiße ich nicht Leila. Keine Leila, keine Leila und auch sonst keine andere Leila haben in diesem Land irgendetwas darüber zu beurteilen oder zu verurteilen, was wann in Europa wo verteilt wird. Aber die hier Lebenden haben das Recht, darüber zu urteilen, wenn Menschen auf die Straße gehen
und Süßigkeiten verteilen, weil andere Menschen getötet wurden. Und in dem Moment, wo ihr das in dieses Land gebracht habt, haben wir das Recht, darüber zu urteilen. Ende der Durchsage. Okay, Rabbi, ganz kurz leider. Rabbi, möchtest du noch was sagen, Bruderherz? Ich möchte gerne was sagen, und zwar... Ja, gerne, klar, go on. Also mir wäre das erstmal wichtig, dass wir uns hier auf eine respektvolle Art und Weise unterhalten miteinander. Und wenn wir über etwas sprechen, dann sprechen wir Klartext. Wir müssen immer beziehen, womit hat der Inhalt zu tun und was wird hier gerade verglichen. Leila, deine Aussagen sind komplett überflüssig und irrelevant und haben hier gar nichts beizutragen. Ich würde gerne mit Flex das... beziehungsweise den Livestream fortführen über qualitative, informationsreiche Themen, Islam. Und ich hätte gerne einen starken Vergleich zur Bibel mit Mohammeds Ehe, was in der Bibel steht und dies, das drumherum. Aber dazu kommen wir gleich, wenn Flex endlich entscheidet, dass wir das Thema beenden. Du hast das Wort. Ich bin sofort draußen. Und dann die Leute nochmal. Ich heiße erstens nicht Leila, ich heiße Leila. Ich bin in Deutschland geboren, trage die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich bin weder Moslem, noch bin ich Jüde, noch bin ich Christin. Nur mal so zur Information an diese Leute. Und ich habe auch kein Kopftuch und auch meine Mutter hat kein Kopftuch. Und das geht niemandem was an. Nur mal so. Okay. Leila, ich respektiere das. Wenn ihr mal über die Bibel spricht, über das Negative, was in der Bibel steht, nicht nur das Negative, was im Koran steht. Okay, Leila, ganz kurz. Genauso interessant. Ganz kurz, Leila. Es ist gar kein Problem. Dann bring mir einen sehr, sehr negativen Vers, ja, von der Bibel und ich werde dir beweisen, ja, was Sache ist. Ne? Bring ruhig, egal welchen Vers, wir lesen den gemeinsam und du wirst auch verstehen, dass die Bibel eine Geschichte erzählt und die Bibel ist, wie gesagt, ein Liebesbrief an uns Menschen. Wenn du sagst, es gibt sehr, sehr schlimme Sachen, bring uns bitte ein Vers, wir lesen den gemeinsam auf einer respektvollen Ebene, ja, ist gar kein Problem und no problem, ne, Leila, bring ruhig einen Vers, den lesen wir zusammen und ich garantiere dir, dass dieser Vers, ja, das, was du gesagt hast, widerlegt und da gebe ich den Brief und Siegel, ne, aber auf einer respektvollen Art, ja, ich bin nicht mit dir hier, um mit dir zu debattieren, auf keinen Fall, ja, aber bring mir ruhig den Vers, ja, und dann lesen wir den gemeinsam, das ist gar kein Problem. Leila, du darfst eins nicht vergessen. Du darfst eine Sache nicht vergessen, Leila. Wir haben nichts gegen euch. Auf keinen Fall. Was heißt denn euch? Wer seid ihr denn, dass du sagst euch? Wem meinst du mit euch? Warte mal, hör doch zu. Wir haben nichts gegen Muslime. Hör doch zu. Wer sagt denn, wann oder wer hat gesagt, dass ich Muslimin bin? Keine Ahnung, du hörst dich zumindest so an. Nein, Leute, ich sag euch das nochmal. Mhm. Ich bin gar nichts. Okay? Okay. So, aber wie gesagt, lesen wir deinen Liebesbrief, Bibel, zusammen. Ist auch kein Problem. So, ja, ist kein Problem. Bring ruhig einen sehr, sehr negativen Vers. Wir lesen den gemeinsam. Ist kein Problem. Werde ich dir heute noch im Laufe des Tages bringen. Kein Problem. Okay, alles klar. Den lesen wir dann zusammen, okay? Okay, wir spielen Kindergarten, ja? Ciao. Alles klar, okay. Ciao. Ich würde noch gerne was sagen. Flex, ja. Ein gut gemeinter Tipp an dich, Bruder, weil ich finde deine Livestreams sehr unterhaltsam, aber sehr, sehr wichtig für die Zukunft. Nur ein Tipp, musst du nicht annehmen, ist nur ein Tipp, ist ein Ratschlag. Nee, alles gut, Bruder. Hol nicht so viele Leute auf einmal hoch. Also nichts gegen euch alle, die hier gerade im Stream sind. Ich beziehe das auch gerade auf mich. Es ist einfach verallgemeinert. Damit nicht so viele durcheinander reden. Maximal 3 Leute. Nicht mehr und nicht weniger. Das wäre nur ein Ratschlag von mir. Okay. Nee, das ist gut zu wissen. Das Ding ist, wichtig ist, Leute, wenn ihr hochkommt, ja, und ich wünsche es mir von ganzem Herzen, wenn ich euch hochlasse, ja, damit wir nicht durcheinander kommen, wenn ihr noch nicht das Wort habt, Leute, dann stummt euch, ne, das ist viel, viel besser, weil wenn viele drinnen sind, ist es auch kein Problem. Solange alle gestummt sind und wenn zwei sich unterhalten, wenn der eine fertig ist und der andere das Wort haben kann, dann ist es auch viel, viel besser, weißt du, dann kommen wir auch zu Worten, können auch reden, ist auch besser. Don Reza da unten, sei lieber ruhig, das hat nichts mit ich suche Aufmerksamkeit zu tun, du hast keine Ahnung, Kerle, komm hier hoch und ich garantiere dir, ich mache dich in 60 Sekunden komplett mundtot. Wenn du es drauf anlegen möchtest, dann komm hoch. Dann fangen wir gleich an,
dann gehen wir auch tiefgründig in deine Schriften rein und ich gebe dir Brief und Siegel, du wirst anfangen zu fantasieren und zu philosophieren und du kannst auch nichts sagen. Leute, stummt den nicht, der soll hochkommen. Der soll hochkommen. Flex, mich doch mal tot, Flex, komm. Euch Männer mal hier alleine, danke. Kurz raufgeholt hast, aber das musste ich jetzt kurz loswerden, weil es sind Fakten einfach, definitiv. Wünsche euch dann noch viel Spaß. Ich höre euch dann von unten noch zu. Yes, Schwester, yes, yes. Also Flex, du kannst mich gerne Motor machen. Gib ihn. Okay, so. Dich Motor. Bruder Angelo. Hey, Angelo, wann treffst du dich mit dem Bruder Israel? Ja, der ist ja ausgewandert. Jay, jetzt hast du. Jetzt hast du, Jay. Keine jetzt nochmal, was? Der ist ausgewandert, Bruder, jetzt keine Ahnung. Ich warte auf ihn. Okay. Nicht, ja, der ist ja nicht mehr, der ist ja nicht mehr in Deutschland, soweit wie ich weiß. Ja, ich weiß ja nicht, was für Geschäfte der macht, aber mag wohl nicht zu sauber sein, wenn er flüchten muss. Ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass er sauber ist. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er irgendwas im Hintergrund am Laufen hat. Aber wie gesagt, das, ich halte mich da raus, das ist nicht mein Problem, das ist sein, wie gesagt, sein Chips, nicht meins, aber ja. Naja. Auf der verkauft jetzt, auf soweit ich weiß, verkauft er jetzt Korane sogar. Aber ja. Ja, auf TikTok gibt es auch einen Kandidaten. Einer hat es geschafft, sogar wo ich. Ich bin seit 9 Jahren Diamantweg-Buddhist, Flex. Ich habe alle Schriften hier. Auch eine Bibel, Tora, Koran. Ich habe ne, jede halbe Bücherei. Das wissen die Leute auch. Die zeige ich auch, ne, was ich hier so habe. Aber es hat nur einer wirklich geschafft, ein einziger auf TikTok, dass ich sage, also ich suche den nicht aktiv, aber sollte selbst ich als Buddhist, ich habe 9 Jahre im Dojo Wushu betrieben und Europaturniere mitgemacht und ich weiß, dass ich nicht agieren darf, ne? Aber wenn ich den sehe, dann werde ich agieren. Das muss ich einfach ganz, aufgrund. Ganz kurz, Borsalino, ist Angelo jetzt rausgeflogen oder hat man Angelo jetzt gerade hä? Wo ist Angelo? Ist Angelo rausgegangen? Bist du noch da, Angelo? Gekickt worden ist er, glaube ich, nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber Angelo, er ist weg. Hä? Er ist weg. Wollte doch bloß ein Hallo weg. Alles gut, Jay, ich bin noch da. Nee, weil ich sag das, weil diesen einen Kandidaten, den kannst du auch ganz gut. Das ist der gute Meti, den ich da, den habe ich auch das erste Mal in einem Video auf meiner For You-Page mit dir, die Aktion, ab, ne, was er da für Worte. Da war ich aber noch nicht ganz so auf ihn, weil er hat halt den Grund, er ist nicht der Erste, der sowas zu dir sagt, sind wir mal ehrlich. So, aber bei einem anderen Video hat er halt Sachen über Kinder gesagt, was er mit Kindern gerne. Und wer sowas. Ich hab das Video gesehen. Ja, schrecklich. Ich weiß, dass wir solche Menschen überhaupt hier haben, das ist schrecklich. Ich sag dir, wie es ist. Da gilt bei mir selbst, egal woran wir glauben, egal woher wir kommen, Jungs, Männer, alles da draußen. Ey, wenn ihr sowas hört, selbst als und viele Muslime suchen den auch, was ich gut finde, sehr gut. Sehr, sehr gut, Jungs. Egal, woran ihr glaubt, egal, woher ihr kommt. Wer sowas über Kinder äußert, dass er sowas machen würde, Jungs, den müssen wir im Kollektiv suchen. Es geht nicht anders. Da dürfen wir uns nicht spalten. Ja, wir Christen, sowas guck mal, ich sag's mal, verurteilt zu werden. Ne? Ich sag dir ganz ehrlich, Borsalino, eigentlich, wenn wir Christen wollen, dann geht die Post ab. Das ist wirklich so. Das ist schon mal Fakt. Meine Eltern schon gesagt, wenn ein deutscher Tunnelblick kriegt, ist vorbei, Alter. Ja, wenn wir wollen, den geht's richtig ab. Deswegen, ja, wir hören dich, Bruder Herz. Sag mal, wer ist denn jetzt rausgegangen? Kennt ihr den Film? Der Rabi Abu Azar, bist du noch da? Ach so, okay, jetzt ist er wieder da, okay. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was das Thema ist, aber ich würde ein Thema eröffnen, was sehr, sehr interessant ist, was Nie jetzt angesprochen hat zum Thema Aisha und Mohammed. Also an allererster Stelle möchte ich klarstellen, ich habe nichts gegen Muslime, absolut nicht. Über das, was wir reden, und ich spreche auch für Flex und für jeden anderen, das ist nur Theologie, nicht mehr und nicht weniger. Das ist Theologie, das ist Verständnis. Und das müssen wir auch auf die Realität dabei übertragen. Vergiss das bitte nicht. So. Warum kritisieren Christen den Altersunterschied zwischen Mohammed und Aisha? Aisha war 6 und mit 9 hat sie die Ehe mit Mohammed. Ja, Dre, das ist nachgedacht. So. Und
Sehr wichtig ist zu beachten, dass Muslime immer sagen, ja, damals war die Zeit anders. Da war sie kein Kind. Bist du dir da ganz sicher? Wollen wir mal auf eine Geschichte aus der Bibel zurückgreifen? Aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium. Jetzt, Leute, alle achtsam zuhören. Jetzt wird's interessant. Ich fange mal einfach mittendrin an. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? Das Kind, hört zu, die Betonung, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, er aber warf alle hinaus, nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Hör zu, jetzt wird's interessant, hör zu. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talitakum, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Genauso steht das drinne. Genauso steht das drinne. Viele sagen, ja, aber Maria, wo steht in der Bibel, dass Maria 12 war? Ihr habt das aus irgendeinem Apokryph. Wo steht in der Bibel, dass Maria 12 oder 14 war? Hochkommen, debattieren. Ihr wurde gerade 8-mal das Kind und dann, es war 12 Jahre alt, Punkt. Das ist ein klarer Knockout. Das ist ein klarer Knockout. Also wenn die jetzt hochkommen und darüber reden wollen. Du kannst gleich reden, ganz kurz, wer ist alles, der... Alles klar, ich bin in Abruf, alles klar. Ja, ja. Chabo, was können wir denn für dich tun? Oh, der Chabo ist jetzt rausgegangen, okay, keine Ahnung. Nicht so schlimm. Mohammed, also mein Lieber, was können wir denn für dich tun? Weil wir haben jetzt gleich Islam-Content, okay. Aber wenn du was sagen möchtest, gerne. Alles klar, zuallererst wünsche ich euch allen, auch wenn ihr nicht Muslime seid, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das sage ich gerade deshalb, weil wenn ich Videos sehe aus international, wie zum Beispiel Juden oder Christen, Muslime Assalamu alaikum sagen, sagen die meistens nur zurück Wa alaikum. Und das ist sozusagen ein. Ich weiß. Aus islamischer Sicht ist das korrekt. Ja. Dass man es so macht. Aber ich persönlich, aus Respektsgründen zwischen Glaubensbrüdern, finde ich das eben respektlos. Für mich persönlich. Weil zum Beispiel in Deutschland gibt es Lebensmittelgeschäfte, die machen hier frohes Ramadan, frohes Zuckerfest und so weiter und so weiter. Und das Problem ist, wir Muslime wünschen Christen kein frohes Weihnachten und wir wünschen Juden kein frohes Chanukka. Und das finde ich meiner persönlichen Meinung nach nicht in Ordnung. Und aus diesem Grund bin ich hier, aus diesem Grund möchte ich für alle Muslime sprechen, auch wenn meine vermeintlichen Glaubensbrüder und Schwestern hier im Stream und auf deutschen und europäischen und internationalen Straßen das Gegenteil zeigen und beweisen. Die Laila zum Beispiel, die vorhin drin war, die das... Also ich vermute mal, dass sie vielleicht jung ist, unerfahren ist, ich weiß es nicht, oder dass sie den Kontext nicht verstanden hat. Aber meine vermeintlichen Glaubensbrüder haben, als am 7. Oktober Israel angegriffen worden ist, haben sie Süßigkeiten verteilt. Und das finde ich gar nicht in Ordnung. Es steht nicht im Koran, dass wir so etwas machen dürfen oder müssen. Danke. Oder sonst irgendwas. Und, sehr gut gesagt. Sehr schön gesagt. Und für mich persönlich, ich war früher ein Judenhasser. Ich war früher ein Antisemit. Ich habe früher Andersgläubige gehasst, weil es mir so beigebracht worden ist. Ich wurde indoktriniert und mir wurde es eben so beigebracht. Irgendwann war es dann so, dass ich mich gefragt habe, was kann ich arbeiten? Was kann ich für dieses Land tun? Dieses Land hat meine Familie aufgenommen, mir ein Zuhause gegeben. Stopp, Mohammed. Lies dir nur die Kommentare. Stopp, Mohammed. Der Shuri Greco hat gerade im eiskalt geschrieben, Mohammed. Schäm dich, du bist kein Moslem. Nur weil du schöne Worte gerade sprichst. Ich habe noch gar nichts Falsches gesagt, weißt du, was ich meine? Du hast was sehr Schönes gesagt, das finde ich sehr gut. Dieser Shuri oder Greco, was auch immer du bist, Du bist der Letzte, den wir hier in Deutschland brauchen. Wenn du schreibst jetzt, schäm dich, du bist kein Moslem. Was willst du eigentlich hier in Deutschland, Mr. Greco? Willst du hier eigentlich in Deutschland? Mohammed, ab mit dir, One-Way-Ticket. Nimm so viele von deiner Sorte mit. Mohammed. So Leute wie dich brauchen wir hier nicht.
Da verteidige ich sogar diesen Moslem, der bei uns gerade ist. Da verteidige ich den Moslem hier. Da verteidige ich den Moslem hier. Weil er spricht gerade sehr gute Worte aus. Wir sind Muslime und wir leben in einem christlichen Land. Ich sage selber, dieses Land hier ist christlich geprägt. Ja, wir Muslime bekommen Weihnachtsgeld. Wir Muslime kriegen Weihnachtsurlaub, Weihnachtsferien. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, und ich finde, guck mal, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich schäme mich wirklich für meine Glaubensbrüder und ich möchte mich hiermit bei allen Juden, die hier drin sind, wirklich, zuallererst, bei allen Juden, die hier drin sind, ich möchte mich für die Schandtaten meiner vermeintlichen Brüder entschuldigen und auch an meine christlichen Brüder, die hier drin sind. Ich habe in der Klasse selber gesehen, ich habe in der Schule selber gesehen, wie meine vermeintlichen Glaubensbrüder Christen, Schiiten, Jesiden und alles, was nicht dem sunnitischen Islam angehört, ich bin selber Sunnite, aber alles, was nicht dem sunnitischen Islam angehört, ja, das wurde direkt als Kafir bezeichnet und beleidigt. Und ich persönlich kann das nicht verstehen, weil jeder spricht von Rassismus von Deutschen auf Ausländer. Aber ganz ehrlich, ich heiße Mohammed Ali. Guck mal, warte, ich zeig dir mal, wie ich aussehe. Warte ganz kurz. Der Bruder jetzt. Wir machen ich sehe aus, ich, guck mal. Ich sehe aus wie der letzte Kanake. Okay? Und ich habe noch nie in meinem gesamten Leben, Probleme bei Wohnungssuche, noch nie hatte ich Probleme bei Arbeitssuche, ich hatte noch nie Probleme wegen meinem Aussehen. Polizei kommt, guten Tag, Personenkontrolle, einmal Ausweis, wie auch immer. Also Person, guck mal, ich gebe Personalausweis, ich denke mir nicht mal was dabei. Lieber sollen die einmal zu viel kontrollieren als einmal zu wenig. Guck mal, im Weihnachtsmarkt in Berlin, Terroranschlag LKW. Heute gedenkt gar keiner darüber. Ich will nicht sagen, dass es keinen Rassismus gibt, aber zum Beispiel in Hanau darf niemals vergessen werden. Ja, okay, nehme ich hin, akzeptiere ich, vollkommen in Ordnung, nein zu Rassismus. Ja, aber es gibt dennoch Rassismus gegen Deutsche. Es gibt dennoch Rassismus gegen alles, was nicht Muslimen, dem muslimischen Background angehört. Guck, natürlich sterben Menschen in Gaza. Das tue ich auch gar nicht kleinreden oder so, ja. Aber dass dieses, ja, aber wir Muslime sind die Opfer. Bro, wir Muslime sind nicht die wahren Opfer. In Europa sind wir Hunderttausenden auf den Straßen. Wo sind wir Opfer? Wo, bitte, bei allem nötigen Respekt, wo sind wir Opfer? Wir haben muslimische Politiker in Deutschland. Wir haben das System mehr oder weniger übernommen. Ja, ganz gleich, ob das jetzt gut oder schlecht. Ich will einfach nur damit sagen, wir sind präsent. Wir haben unsere Aufmerksamkeit. Wo bleiben die Jesiden? Wo bleiben die Aramäer? Wo bleiben die Juden? Wo bleiben die Buddhisten? Und Aleviten und Jesiden und so weiter und so weiter. Ich will das nicht kleinreden, aber das sind ganz die kurz, Mohammed. Eine Sekunde. Leute aus dem Iran flüchten nach Deutschland wegen radikalen Muslimen und hier in Deutschland werden die dann auseinandergenommen von Muslimen. Ja, und das ist eine ganz, ganz große Problematik. Und ich habe ungelogen als Moslem, ich habe schon ein bisschen Angst, wenn ich das auf der Straße sehe. Ungelogen. Das ist doch nicht normal. Ja. Jetzt lass ich reden. Ich will gar nicht reingehen. Du kannst gleich, Jay, ganz kurz, einen Moment. Ich muss auf jeden Fall was zu dem Bruder dann sagen. Ganz kurz. Eine Sache muss ich wirklich sagen. Das ist der beste Moslem. Jay, das ist der beste Moslem, den ich hier in TikTok jemals zugehört habe. Ohne du machst gerade den größten Fehler überhaupt. Das Ding Warum? Ist, ja, weil ja. Die Bezeichnung Moslem ist nichts von dem, wie er ist. Die Bezeichnung Moslem ist das, was im Koran gesagt wird und alles das, was er gesagt hat, widerspricht dem, was im Koran gelehrt wird. Das heißt, vom Herzen bist du einfach nur ein klasse Mensch, Mo. Wirklich, wenn du keine Takia betreibst und uns hier gerade versuchst auf ich der kann verstehen, ich kann es verstehen, dass du so denkst. Ich bin aber, also es kann sein, aus dem Grund, weil ich deutscher Bundeswehrsoldat war und gelernt habe, dass nichts über dem Gesetz steht. Ich bin hier mehr oder weniger, war Gast. Aber guck mal. Ja, meine Familie war Gast und ich habe gelernt, dass dieses Land nicht mehr mein Gastgeber ist, sage ich jetzt mal. Ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und weil ich ein Teil dieser Gesellschaft bin, muss ich mich doch einbringen. Ich kann doch nicht immer sagen, ich bin Gast. Ein Gast geht auch irgendwann, um
bei allem mit dem Respekt. So. Aber Mo, ich küsse deinen Kopf für diese ganzen Aussagen. Wirklich, du bist ein Wahnsinnsmensch. Und wenn alle wären wie du, hätten wir alle keine Probleme mehr. Ich sage nicht, dass der Islam perfekt ist. Ich sage nicht, dass der Islam perfekt ist. Natürlich gibt es die Kampfsuche. Natürlich, was ihr auch vorhin besprochen habt mit Sallallahu Alaihi Wasallam, dass er ein Kind geheiratet hat. Ja, okay. Ja. Aus meiner ethischen Sicht sage ich, es ist ein Kind. Ja. Aber Mohammed, ich muss dich diesbezüglich kurz stoppen. Alles gut. Guck mal, wenn du das. Das ist auch gar nicht mein Diskussionsfeld, die Theorie. Ich weiß, nur aber mich interessiert Aussagen. Nur, guck mal, du hast so ein Herz. Also, wenn ich dir zuhöre, ich krieg schon Gänsehaut. Du bist der Erste hier drinnen, der so extrem respektvoll ist. Aber ohne. Guck mal, Herr Stramzi hat recht, er ist einfach ehrlich. Nein, wir müssen demokratisch sein. Guck mal, euer Stream ist demokratisch. Rabbi Ben, ich habe den Nachnamen noch nicht ganz gesagt. Rabbi Ben Zakkai. Du bist Jude, oder? Wahrscheinlich? Genau. Meine Worte sind wirklich hochrangig an dich gerichtet. Es tut mir leid, was passiert ist. Ich selber habe die Videos gesehen, unzensiert. Ich war bei der Pressekonferenz dabei. Ich habe die Videos gesehen. Ich bin freier Journalist und ich setze mich für Frieden ein zwischen Muslimen und Juden. Und ich besuche auch immer wieder, ich bin auch Mitglied der deutsch-israelischen Gesellschaft. Und guck mal, nur wirklich, diese Kommentare hier, die ich hier lese, die habe ich alle aufgezeichnet. Und all diese Sachen, die strafrechtlich relevant sind, die leite ich dann dementsprechend auch weiter. Weil Antisemiten mein dürfen Gott, wie stolz der mich macht gerade. Du machst mich so stolz mit deinen ganzen Aussagen. Leute, lass mich mal einmal was dazu sagen, bitte. Und zwar, wir haben auch eine schöne Konstellation. Wir haben einen Juden hier, wir haben Buddhist, wir haben Christ und wir haben Moslem hier. Und wir machen einen Fehler, wird gemacht. Und Atheist. Ne? Ein Fehler. Es wird direkt, wir suchen immer nach Muslimen, wir versuchen diejenigen, die streng nach Koran und Gewalt verherrlichen hier in Deutschland, die versuchen wir immer auszuschließen und sagen, dann buch dir ein Ticket nach Hause, was richtig ist, flex und wichtig. Völlig richtig. Aber genau. Dann haben wir welche, Moment, dann haben wir mal Muslime, wo man sagen kann, die könnten so sein, wie wir uns den Islam wünschen und mit dem wir hier zusammenleben können. Und dann machen wir direkt das Verkehrte, nicht die Hand reichen, sondern das ist denn Takia, das ist Show. Vielleicht ist er das Wichtigste, egal in welchen Religionen. Wir haben hier vier Stück vertreten. Das Wichtigste ist nicht die Schrift, die ein Mensch oder so, sondern in deinem Herzen, dass du deinen Schöpfer hast, ihn lobpreist, ihn liebst und in deinem Herzen trägst. So, und für mich ist er mehr Moslem als diese ganzen Jokers und alle zusammen. Ganz ehrlich. Ja, aber ganz kurz, ich muss mal kurz gucken, wie du heißt. Ich habe mein Wort nur noch nicht zu Ende gebracht. Du kannst gleich, Herzchen, ganz kurz. Oh. Mohammed, guck mal, all diese schönen Worte, die du aussprichst, ich finde das echt brutal. Also ich bin sprachlos, ich sag dir ganz ehrlich. Ich bin noch nie so lange still geblieben, bin ich ganz ehrlich zu dir. Aber dann bist du eigentlich, so hart ich das sagen muss, dann bist du in der falschen Religion. Ja, richtig. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Ich würde gerne was ergänzen, Mohammed. Ja, ich bin Demokrat, deswegen akzeptiere ich auch jede Aussage, die er auch aussagt, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes ist. Wenn ihr sagt, ey, der muss nur noch Jesus finden, der soll Jude werden, der ist kein Moslem, der ist so und so. Guck mal, für mich persönlich, ich sage jetzt nicht, dass alles, was in meiner Religion ist, richtig ist, okay? Und genau das ist wichtig, selbstkritisch zu sein und ein Demokrat zu sein. Zum Beispiel, wir haben hier einen Juden, wir haben hier Christ. Weißt du, ich meine, wir sind alle zusammen. Nur eben müssen wir zusammen an einem Strang ziehen, ja, und ein kleines bisschen Hoffnung haben. Es gibt Muslime wie mich. Es gibt sehr viele Muslime wie mich. Sie trauen sich, aber das ist öffentlich zu machen, Mohammed, das ist kurz, auch gefährlich, was ich auch mache. Ganz kurz, Mohammed, ganz kurz. Die Leute, die ich jetzt hochlasse, bitte nicht reingrätschen. Ich nehme euch jetzt alle hoch. Dr. Schick, Brian, Latina, ich nehme euch alle hoch, aber bitte alle stummen, weil wenn wir alle durcheinander reden, deswegen, ich habe es mit Absicht so gemacht, dass wenig Leute hier oben sind, aber bitte nicht alle reingrätschen, weil sonst, das ist eine Katastrophe, wir kommen hier nicht mehr klar. So, Brian, stummen, wenn du hochkommst. Ich möchte gerne zu Mohammed was hinzufügen. Ich möchte, dass er den Follow da lässt, weil ich kann ihm nicht folgen. Das kann er gerne machen. Mohammed, ich hoffe, du hast am Borsalino gehört. Legerei. Und zwar, ich muss sagen, ich glaube, du bist einer von uns, von der Al-Kitab, die Leute mit der Schrift. Das glaube ich ja. Wir sind Ahlul Kitab und ich sage jetzt mal ein Beispiel, wir Muslime dürfen zum Beispiel
nur geschächtetes Halal-Fleisch essen. Aber wir dürfen ja auch Fleisch essen, wenn es nicht anders geht, vom Christen und vom Juden, solange es kein Schweinefleisch ist. Ich mache jetzt mal ein ganz, ganz grobes, dummes Beispiel. McDonald's beispielsweise. Okay? Mhm. Es ist kein Schwein. Ja? Es gibt Muslime, die halten sich dran, die sagen, ey, ich esse nur Halal. Es gibt Muslime, die sagen, ey, nein, esse ich auch nicht. Ich esse nur vegetarisch. Akzeptiere ich, ist okay. Nur dieses diese ständige Opferrolle. Ich kann nicht mehr. Darf ich dir nur eine kleine Info geben, Mohammed? Ich würde dir einfach mal empfehlen, ich habe dir nichts zu sagen, letztendlich, das ist deine Entscheidung letztendlich, aber ich würde dir einfach mal empfehlen, lies mal die Bibel vielleicht. Ich treffe mich ständig mit... Darf ich als nächstes was sagen dann? Ja, ja, natürlich, Jay. Danach kannst du das sagen. Bruder Mohammed, vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, zu sagen, warum das gefährlich ist, was du machst. Ja, gleich, Dr. Sheikh, gleich können wir Ihnen die Frage stellen. Aber eins am anderen. Ich glaube, Mohammed, deine Verbindung ist ganz schlecht. Deine Verbindung ist ganz schlecht, Mohammed. Ist es besser? Jetzt ist besser. Die Wohnung laufen, dann wird deine Verbindung schlecht, wenn du rumläufst. Sorry. Darf ich auf die Frage antworten von Dr. Scheer? Gleich. Du wolltest ja aber davor was sagen. Genau, ich treffe mich sehr, sehr häufig mit Pastoren, zum Beispiel mit Priester oder auch mit Rabbis und wir sprechen häufig über so interreligiöse Sachen und Dinge und wie wir zum Beispiel zu diesen Dingen stehen. Und genau das fehlt uns hier in Deutschland. Moscheen zum Beispiel, die sind nicht unabhängig. Es gibt viele Moscheen, die haben einen Verein. Dieser Verein ist ein langer Arm, ein verbündeter Arm von irgendeinem Land, aus dem Iran, aus Saudi-Arabien, aus der Türkei, wie auch immer. Und genau das ist das Problem. Ich habe zum Beispiel noch nie, ungelogen, ich habe noch nie in der Kirche, ich war in der Kirche, ich war auch in der Synagoge, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas Politisches gehört. Wirklich, noch nie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Tidib-Moschee bete zum Beispiel, ja, gibt es dennoch einige Imame, die dann halt über politische Lagen in hier und da sprechen. Und genau das ist das Problem. Diese Leute, ich wirklich jetzt bezogen auf Tidib, alle 2 bis 4 Jahre werden die Imame ausgewechselt. Ja, die kommen aus der Türkei nach Deutschland, die haben ihre Wohnung in der Moschee, also nebenan. Und die dürfen dann dementsprechend dort predigen. Das Problem ist, dass die Moscheen, wenn ich jetzt zum Beispiel da bin, wenn das Freitagsgebet zu Ende ist, versammeln sich da natürlich alle unten, trinken Tee, Kaffee, wie auch immer, unterhalten sich über Politik und Gott und die Welt. Und im Fernseher, was läuft? Meistens immer Al Jazeera oder irgendein türkischer Nachrichtensender. Und genau das ist das Problem. Al Jazeera. Beispielsweise, ja, Islam wird ja, aber der politische Islam wird ja auch nicht getrennt von dem spirituell-religiösen. Das ist ja das Richtig. Ding. Wir haben halt eben großflächig auch hier auf TikTok, ja, überall. Überall gibt es hier sehr viele TikToker, die sich halt vermeintlich Imam oder Sheikh nennen, über den Islam sprechen und irgendwelche Lehren oder halt Islamunterrichte geben auf TikTok live und natürlich junge Jugendliche, Muslime, die orientierungslos sind, die werden geschnappt und genau das ist das Problem. Früher damals in der ich weiß nicht, das war 2015, als Lies-Projekt mit Pierre Vogel irgendwann ganz, ganz präsent war. Ja, ich habe damals auch Koranevater, ich wusste es nicht, ich dachte, es ist eine gute Tat, bis ich dann dahinter gekommen bin, dass diese Leute die Jugendlichen nach Syrien schicken und zum IS schicken und diese werden dann halt im Kampf sterben. Und die Aussage ist dann, du wirst als Märtyrer sterben, deine Familie wird zwar ein bisschen traurig sein, aber am Ende des Tages werden sie stolz sein, weil du als Märtyrer sterben. Es gibt keinen besseren Tod als Märtyrer zu sterben. Jo, darf ich dich kurz unterbrechen? Alles gerne, ja. Das Ding ist ja, aber das ist doch genau dieser Punkt. Ich würde dich gar nicht als, also wenn ich dich jetzt so höre, würde ich dich gar nicht als Moslem betiteln, sondern eher als der Wahrheitssuchende, der noch keine Spalte gefunden hat. Richtig. Weil das Ding ist, das, was du ja jetzt gerade alles erzählst, unabhängig davon, dass wir es wissen, du bestätigst das ja, ist der Islam an sich darauf aus, da kleine Soldaten zu machen, die kämpfen und den Islam über die ganze Welt verbreiten, gegen die Ungläubigen mit allen möglichen Mitteln, also wirklich nur von Moslem zu Moslem und alles andere muss vernichtet werden. Das Ding ist ja aber, du weißt, dass diese Sachen alle im Koran drinne stehen. Wenn du sagst, okay, ich weiß, das ist nicht perfekt oder keine Ahnung was, aber wenn du das streng genommen nimmst, dass diese ganzen Dinge, die du von dir gibst, diese ganzen Dinge, die du machst, aber es geht eigentlich von deinem Lifestyle, du bist nicht stumm, Flex, du bist nicht stumm. Oh, okay. Von dem ganzen Lifestyle, den du hast, bist du ganz streng genommen überhaupt gar kein Moslem.
Da gebe ich dir recht, dass das so, aber Reformen, egal ob es jetzt aus im nationalen Sinne oder im religiösen sind, Reformen sind nie von außen entstanden, sondern von innen. Da waren denn Leute, die selber dort in der Religion oder Nation waren und von innen heraus eine Reform angestrebt waren. Wie sollen wir denn eine Reform im Islam mal hinbekommen? Das wäre ja das große Ganze, das wäre ja das, was wir alle toll finden, wenn wir denn solche Leute nicht im Islam haben wollen, sondern ihnen denn woanders hin. Solche Leute braucht es mehr im Islam wie er. Wir brauchen ja, richtig, auch, aber das ist ja das, was ich, das ist ja das, was er gerade angesprochen hat. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Islam. Das ist aus deiner Perspektive. Ich akzeptiere das auch. Ich bin ja auch gar nicht böse. Alles in Ordnung. Ich bin Muslim. Ich heiße Muhammad. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es nur einen Gott gibt, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet war. Okay. Ich glaube auch, dass es Isa gab, auf Deutsch Jesus. Gottes Friede sei auf ihm. Was ich damit sagen will, ist, wir Muslime haben nicht einen Priester, einen jemand, der hingeht und sagt, diese Sure, die da drin steht, ja, die hat in diesem Jahr keine Gültigkeit mehr. Ich sage nicht, dass Gottes Wort schlecht ist. Nur das, was zum Beispiel drin steht, dass man genau diese Sachen, die man halt eben in diesem Land nicht ausüben kann, nicht machen soll und nicht machen darf. Ja, die Leute, die also sagen, bist wollen du quasi dafür, dass man das modernisieren würde im Sinne von. Ich bin auch kein liberaler Muslim oder auch kein moderner Muslim, wie man es sagt. Ich bin nur einfach ein Muslim, der nicht Gottes Gesetze über dem deutschen Gesetz stellt. Genau das ist es ja. Du kannst ja Muslim sein. Aber das macht dich ja automatisch zum Nicht-Muslim. Das ist aus deiner Perspektive so. Ich glaube ja dennoch an Gott, ja. Ich glaube dennoch an den Islam. Ja, das ist mir doch egal, was die anderen sagen. Das ist mir doch egal. Ja, aber es gibt egal, was die anderen sagen, Bruder. Aber ich küsse doch deine Nierensteine und alles. Aber guck mal, in deinem Koran steht drin: Jeder, der mit etwas anderem mit etwas anderem richtet, außer dem, was in Allahs Buch steht, der ist ein Frevler. Das ich ist das, was du. Aber das, was nicht. Bruder, warte doch bitte, ich küsse doch deine Nierensteine nochmal. Das ist das, was JD meint eigentlich. Das war der letzte Satz, was ich noch dran führen wollte. Das meint Mohammed, ich will kurz was sagen. Guck mal, Mohammed. Eine Sache darfst du nicht vergessen. Ich weiß nicht. Ist es dein erstes Mal, dass du in meinem Stream drin bist? In deinem Stream, ja. Okay, ist es das erste Mal, dass du hier zuhörst? Ja. Wie läuft bist du ganz hier sicher? Normalerweise ab. Okay, weil in meinem Stream kläre ich komplett auf. Also ich rede über den Islam und ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, du bist ein guter Mensch, ich weiß, du bist korrekt, aber ich bringe die Dunkelheit ans Tageslicht, also ich schieße richtig gegen die Hadithe, bin ich ganz alles ehrlich. Gut, ich, wie zum Beispiel Ex-Muslim zum Beispiel, ich bin auch sehr gut mit ihm befreundet, er sagt selber genau das, was auch ihr sagt, ich akzeptiere seine Meinung, ich akzeptiere auch eure Meinung, man sagt okay. Das schön wie auch im Koran, lakum dinukum wal yadim. Nur ich will halt eben Frieden stiften und ich will zeigen, dass nicht alle Muslime gleich sind und deswegen bin ich auch hier. Es geht ja nicht darum, dass alle Muslime gleich sind. Ich weiß. Es geht darum, die Schriften lehren dir was anderes. Das, was du zum Beispiel machst, ich tue das auch gar nicht schlecht reden oder so. Das ist guck mal, wir leben hier in Deutschland in einem demokratischen Land. Europa ist geprägt mit Humanismus und mit Aufklärung. Genau das ist das, was ihr hier macht. Und ihr sagt es ja demokratisch. Weißt du, ich meine, ihr tut den Islam nicht, ich sag jetzt mal, schlecht darstellen. Ihr tut halt eben nur das Übersetzen, was halt eben viele Muslime halt eben nicht können. Sie lesen den Koran, sie beten, aber sie können es halt nicht übersetzen, sage ich jetzt mal. Sie lernen es einfach. Es gibt genauso viele Leute, die den Koran auswendig lernen, aber ihn nicht verstehen. Und wenn du dann gesagt bekommst, ja komm, dann lese ich ihn halt eben auf Deutsch und damit ich ein bisschen mehr über meine Religion verstehe, heißt es dann am Ende, ja, nein, das kannst du nicht, weil im Arabischen gibt es über 15 Bedeutungen für jedes Wort, das kann nur ein Imam. Lass mich dir nur kurz was sagen, tut mir mega leid, wenn ich dich unterbreche. Alles gut. Ich würde dir empfehlen, so wie du bist, ich sag dir ganz ehrlich, fang lieber an, die heiligen Schriften zu lesen, ja, öffne dein Herzen, lese es und ich bin hier kein Gelehrter hier, sage ich dir ganz ehrlich, ja, ich ernähre mich selber von den Schriften, ich versuche auch immer, jeden Tag besser zu werden. Amen.
Genau, ich bin hier kein Profi, aber ich kann auf jeden Fall richtig gut reden. Der Dr. Scheich wollte dir was sagen. Dr. Scheich, du kannst reden. Bruder, die Frage von Anfang an, du hast angesprochen, dass es problematisch ist, das auszusprechen, was du aussprichst. Kannst du mal darauf eingehen, warum das problematisch ist, was du aussprichst? Ich sag jetzt mal so, ich sag meine persönliche Meinung beispielsweise ist, Muslime, die hier in Deutschland leben, aufwachsen oder hierher fliehen oder sich hier migrieren, diese Menschen müssen sich an die Gesetze halten, ja, ohne Wenn und Aber. Das heißt, sie müssen von Anfang an verstehen, aha, okay, was hat Deutschland in der Vergangenheit gemacht? Ah, okay, Deutschland muss also hinter Israel stehen. Natürlich kann ich Demokrat sein und auch hinter den palästinensischen Autonomiebehörden sein, ja. Aber ich darf nichts Antisemitisches sagen. Und wenn ich das mache, muss ich mit Konsequenzen leben. Und das Problem ist, wenn ich sage, Muslime müssen das Gesetz über den Koran stellen beispielsweise, ja, ist für die schon Ende. Das ist schon too much. Und diese Leute versuchen dann dementsprechend selber Selbstjustiz zu betreiben und diese Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Sie sagen, diese Leute wie ich zum Beispiel sind ein Schaden für den Islam, für den Ruf des Islams. Das ist nicht der wahre Islam. Und ich mache mal ein Beispiel. Hamed Abdessamad, Ahmad Mansour, Ahmad Omar Rate und wie sie alle heißen mögen oder mich zum Beispiel. Wir setzen uns ja für einen weltoffenen Islam ein und wir sind nicht eingeschränkt in unserer Biene und sagen, Digga, Juden und Christen kommen in die Hölle. Ich zum Beispiel, aus meiner persönlichen Sicht, natürlich steht in meiner Religion geschrieben, dass Nicht-Muslime in die Hölle kommen. Aber ich mache, guck mal, nur eine Verständnisfrage. Ich stelle mir selber die Frage, wie kann es sein, dass ein Christ, ein Jude, der sein Leben lang beispielsweise Gutes getan hat, vielleicht bei UNICEF gearbeitet hat, wie auch immer, was auch immer, ja, warum sollte dieser Mensch in die Hölle gehen? Ich kann nicht sagen, er geht auf jeden Fall in die Hölle, weil ihm die Schahada fehlt. Ich kann nur sagen, Gott richtet. Am Ende des Tages richtet Gott. Ich bin nur ein Diener Gottes. Ja, ich bin aber nicht dein der Gott beste Sprecher. Sagt in deinem Buch, also in eurer Schrift, sagt er, dass du die Ungläubigen töten sollst, wo immer du sie findest. Richtig, genau, das steht drin. Ich bestätige, dass genau das drinsteht. Es gibt die sogenannten Kampfsuren, die gibt es. Und ich sage persönlich, ich glaube historisch daran. Früher war es so, heute würde ich niemals komme ich in den Sinn, jemanden zu töten. Warum? Wenn ich wirklich dran glaube, an diese Kampfsuren, dann würde ich sofort nach Afghanistan gehen, weil dort wird die Scharia ausgelebt. Genau, und warte mal bitte ganz kurz, weil ich war noch nicht fertig. Bitte warte mal ganz kurz noch. Ich hätte noch danach, eine Frage. Danach Jay, dann Latina und dann Brian, ja, weil sonst kommen die anderen gar nicht zu Worten. Ja. Mohammed, schau mal. Das, was du gerade aufgezählt hast, bist du nicht der Meinung, dass der Islam reformiert werden muss, dass der Islam in seinem, sagen wir mal, Mittelalter stecken geblieben ist und dort rauskommen muss, so wie es auch Ahmed Abdessamad sagt. Dass diese Verse, von denen, wo du sprichst, die wo ja sehr, sehr menschenfeindlich sind, dass die da nicht raus müssen, damit wir hier ein friedliches Zusammenleben haben. Weil es dürfte ja dir genauso bekannt wie mir sein. Guck mal, ich mache jetzt einen Vergleich. Dass Mein Kampf von Adolf, dass das Buch viel geringerer in Antisemitismus ist als der Koran. Ich weiß, das müsste dir bewusst sein. Mohammed, ich möchte gerne auf die Frage eingehen. Du hast auf jeden Fall recht damit, was du gesagt hast, dass der Islam mehr oder weniger eine Reformation braucht. Ich meine, das Christentum, das Judentum, all diese Religionen sind ja mit der Zeit mitgegangen, nur der Islam halt nicht. Wir Muslime brüsten uns damit, dass der Koran die einzige Schrift ist seit über 1400 Jahren, die unverändert ist, denn Gottes Wort ist unveränderbar, Punkt. Und ich finde nicht, dass diese Sachen rausgenommen werden sollten, sondern eher die Muslime untereinander, beispielsweise auch die Imame, mehr sensibilisiert werden, einige Dinge einfach nicht wortwörtlich auszuüben.
Und aber soll ich du machst einen Fehler hier, Bruder. Solange diese Sachen aber dort drin stehen, wird es Menschen geben, die sich darauf beziehen können, das heißt, indem du bist ihre schrecklichen Taten tun. Okay, ich verstehe. Also du bist dafür, dass diese Sachen rausgenommen werden müssen, wie beim Buch von Adolf Hitler. Bei Adolf Hitler ist es ja so, dass es ein ganzes Buch einfach weggenommen worden ist, also auf den Index gelandet ist. Aber beim Koran ist es ja so, diese Stellen, diese 27 direkten Tötungsbefehle und insgesamt, wenn sich 60% des Korans, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, 64% des Korans befasst sich nicht mal mit den Muslimen, sondern mit den Ungläubigen. Wenn wir die kanonischen Bücher dazu nehmen, also die Sira und die Bücher, dann sind es 60%. Ganz kurz, Söhne Abrahams, falls du noch hier drinne bist, sag das persönlich, sei kein Internet-Rambo. Dr. Schäfer, du kannst weitermachen, Bruder. Geiler Typ. Auf jeden Fall, wie gesagt, 64% des Korans tut sich nicht mal mit den gläubigen Muslimen beschäftigen, sondern wie man mit den Ungläubigen umzugehen hat. Und wenn man dazu die Sira nimmt, also Mohammeds Biografie plus die 6 kanonischen Bücher, die Hadithe, dann sind das 60%, wie man mit den Ungläubigen umzugehen hat. Wenn du diese Sachen weiterhin dort drin stehen hast, hast du immer irgendwelche verrückte Leute, die wo sich drauf beziehen und irgendwelche verrückte Sachen begehen. Du sagst ja, du kommst aus der Bundeswehr. Alle Geheimdienste der Welt schätzen die Zahl der Radikalen zwischen 15-25%, Bruder. Das sind 180-300 Millionen Menschen, die die Zerstörung der westlichen Welt anstreben, Bruder. Geil, ganz kurz. Onur hat geschrieben, was gehst du mit solchen Leuten live, die deine Religion beleidigen? Also zuallererst, Onur, ich kann verstehen, dass du mit, in Klammer, solchen Leuten nicht live gehen möchtest, aber es ist wichtig, als Muslim einen interreligiösen Diskurs zu starten und respektvoll zu sein. Guck mal, was ich hier gesehen habe, die ganzen Muslime, die hier drin waren, die haben den Islam bloßgestellt, die haben den Islam falsch dargestellt, beziehungsweise den Islam schlecht dargestellt. Die Leute hier, die machen sich witzig über uns Muslime, genau wegen solchen Leuten, weil wir die Frage ist, die Frage ist jetzt, die du dir stellen musst, stellen sie ihn falsch dar oder stellst du ihn falsch dar? Das ist die Frage, die wirklich, die wir hier mal so offen stehen lassen sollen, aber ich möchte gerne auf die eine Sache nochmal eingehen, die du gesagt hast. Ich habe jetzt gehört, was du gesagt hast und bin zur Erkenntnis gekommen, du hast recht, wir sollten diese Sachen, die drinstehen, dementsprechend entfernen, aber es ist wichtig, dass man halt trotzdem, sage ich jetzt mal, in einem Register im Koran selber, dass man weiß, okay, es steht da drin. Ganz kurz, Mohammed, die Menschen müssen selber entscheiden. Lieber mir, hier sind ganz viele christliche Löwen unterwegs und glaub mir, diese Raubkatzen zerfetzen dich in 100 Stücke, glaub mir. Da gebe ich dir Brief von Sie. Das ist überhaupt nicht dein Niveau. Also ich möchte Weißt du, warum bedroht man sich? Mo, ja, das kurz. Ist Also ja. Du hast jetzt quasi, wenn wirklich jeder so denken würde wie du, dass wirklich nur der spirituelle Teil, also das, was Stürzenberger ja auch quasi immer sagt, dass wenn du den spirituellen Teil nimmst, ja, dass du daran Himmel und alles ist gut und Nächstenliebe und hast du nicht gesehen. Aber der Hauptbestandteil im Koran hat nichts mit Friede und Lieben und Nächstenliebe etc. zu tun. Und wenn du das alles da rausnehmen würdest oder mit deiner jetzigen Aussage, macht dich das laut deinem Buch zu einem Kafir, also zu einem Ungläubigen und nach deinem... Mein Gott, ich habe Respekt vor dem Christentum, ich habe Respekt vor dem Judentum und alle anderen Weltreligionen. Das ist wunderbar. Es ist wichtig. Aber Mo, ganz kurz, bitte. Warum steckst du dich selbst dann in eine Schublade und nennst dich selbst ein Moslem, wenn du eigentlich ja offen bist für alles? Eigentlich bist du einfach nur Mensch, der... Ich bin nicht offen für alles. Ich bin eher ein Mensch, der differenziert denken kann. Ich bin nicht eingeschränkt in meiner Denk- und meiner Einstellung, dass Christen und Juden in die Hölle kommen, dass Christen und Juden schlecht seien. Ja, daran glaube ich halt einfach. Ja, Moment, aber es geht ja nicht nur darum, dass das gesagt wird, sondern dir wird ja als Muslim schon von Anfang an beigebracht, das hast du ja selbst sogar bestätigt, dass Juden gehasst werden von klein auf. In Palästina wird dem beigebracht, dass sie mit kleinen Militär... Das
Waffen und was weiß ich was da. Für mich persönlich, das ist aus geografischer Sicht von mir, es gibt keinen Palästina, es gibt nur ein Israel. Das ist richtig, das ist genauso, also was du jetzt gesagt hast, wieder richtig. Das wiederum würde dich wieder dazu den, also die Mehrheit der Muslime, für die bist du ein komplett rotes Tuch, die haben ja das alle. Im Koran zum Beispiel steht auch nirgendwo das Wort Palästina. Es wird immer wieder über Bani Israel gesprochen. Im Koran wird ja auch gesagt, dass das Land Israel gehört. Das wird im Koran sogar geschrieben. Das wollen die aber ja nicht hören. Ono, warum soll ich mich schämen? Warum lebst du denn hier in Deutschland? Warum unterstützt du nicht die Türkei? Oder gefällt dir das Leben hier in Europa besser? Oder liebst du den Euro mehr? Ich habe aber jetzt eine Frage. Was wäre, weil du sagst demokratisch und etc., was wäre, wenn eine muslimische Mehrheit besteht, ist ja automatisch Scharia das Gesetz. Nochmal bitte. Wenn eine muslimische Mehrheit besteht, das ist ja quasi Sinn der Sache, dass die Muslime immer mehr nach Deutschland kommen und dass sie immer mehr hier werden, sodass, wenn die Mehrheit bilden, die Scharia durchsetzen können, übers Grundgesetz. Wenn das passieren sollte, wie würdest du dann handeln? Das würde ich habe einen Diensteid geleistet und dieser Diensteid hat kein Verfallsdatum. Ich bin ein Patriot. Ich habe einen gesunden Patriotismus. Ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wenn man mich fragt, was für Landsmann ich bin, beantworte ich, dass ich Schwabe bin. Die Antwort auf deine Frage ist, ich würde dieses Land verteidigen, von innen sowie auch außen. Okay, das finde ich eine sehr schöne Antwort, aber wenn du davon ausgehst, wenn du sagst, du bist Muslim, dann hast du ja quasi auch das Glaubensbekenntnis gesprochen und das wiederum sagt ja, dass du das Allah der Größte ist und wenn du das darauf beziehst, dann müssen wir das, was im Koran steht und das, was dein Prophet Mohammed gepredigt hat oder offenbart hat, müssen wir davon ausgehen, dass das eigentlich für dich das oberste Gesetz ist, weil du darfst eigentlich nichts mehr lieben als Mohammed und das, was er sagt, dementsprechend leben. Das bedeutet, das eine hebelt das andere ja aus. Ja. In diesem Sinne würde ich meinen Dienstleistung über alles kurz sagen. Man hört dich nicht so. Die ist besessen, Bruder. Da ist jemand betrunken. Die ist besessen, Bruder. Keiner interessiert sich für den Dreck, was du da laberst. Ciao, raus mit dir, Mann. Voll lass mich nur auf JDs Dinge ein Addendum. Keiner interessiert sich für den letzten Dreck, was sie da ausgesprochen hat. Egal. Mohammed, Bruder Mohammed. Guck mal, die Sache ist die. Ob du es mir nimmst, mir nicht warte übel, mal, wenn ich bitte das ganz sage. Kurz, kann ich erstmal meine Antwort kriegen? Ja klar, Dinge, ich wollte nur oben drauf, dass er auf alles antwortet. Aber okay. Mo? Die Antwort darauf ist, mein Diensteid geht dann dementsprechend über die Religion. Weil Menschenleben, das geht über allem. Bravo. Okay. Also ich finde es traurig, dass du... Ich würde im Ernstfall immer Christen, Juden, Andersgläubige immer beschützen. Ich würde auch für einen Juden sterben. Ich würde für einen Israeli sterben. Ich würde für jeden Menschen dieses Landes sterben, weil dieses Land ist mein Land. Dieses Land ist meine Heimat. Dieses Land ist meine Familie. Und meine Familie beschütze ich mit meinem Leben. Das finde ich toll. Ich bin auch Deutsche. Ich darf genauso mitreden. Flex, Bruder, darf ich ganz kurz was sagen? Dann bin ich sofort raus. Warte. Nicht durcheinander. Ich habe extra gewartet nach JD. Eine Sekunde. Ja. Eigentlich war ich dran, aber ist egal. Nur zehn Wörter. Mohammed, guck mal. Es tut mir leid, dass ich das dir sagen muss. Guck mal, alles, was du gesagt hast, wird nicht wunderschön. Ich küsse deine Nierensteine und auch deinen Käsefuß und alles Mögliche. Aber guck mal, alles, was du gesagt hast, Bruder, ohne Spaß jetzt, alles, was du gesagt hast, macht dich zu einem Kafir. Ohne Witz jetzt. Alles, was du gesagt hast, macht dich zu einem Kafir. Du sagst zwar, dass es in Allah seine Macht liege, zu judgen, ob du ein Muslim wärst oder nicht, aber deine Bücher und deine kompletten Quellen würden dich auch einen Käfer nennen. Guck mal, ich bin auch Ex-Muslim. Deine kompletten Quellen sagen, du bist raus aus dem Islam, Bruder. Wirklich, das tun sie wirklich.
Ja, also wenn man danach geht, ja, dann wäre er eigentlich. Was ich sagen wollte, es ist traurig, dass du quasi daran festhältst und dich selbst Moslem nennst oder dass du auch. Ich halte mich ja nicht daran fest. Ich bete ja, ich faste und ich bin ja mittendrin. Ja, das kannst du ja machen. Guck mal, das kannst du ja machen, wenn du der Meinung bist, dass das für dich, für dein Leben dir gut tut oder dir für dich wichtig ist. Aber du kannst nicht, ich weiß nicht, ich finde kein banales Beispiel, was man damit vergleichen kann. Du kannst nicht sagen, ich bin dagegen, dass wir eine Bank überfallen, aber von dem Geld, was da kommt, davon unterstütze ich, davon gehe ich einkaufen und das sind Obdachlosen. Ich habe ganz kurz, Beispiel, ganz kurz, darf okay, ich einmal bitte, ich sollte reden und dann machen wir weiter. Ja, ich will euch wirklich nicht allen reingrätschen. Ich bin gerade unterwegs und ich habe gehört, was der Mohammed so gesagt hat. Und ich muss, guck mal, Mohammed, ganz ehrlich, ne, ohne Kritik an dich oder irgendetwas, ich küsse deine Hand. Ich meine das wirklich ernst. Ich finde es wunderschön. Du bist ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Das, was du über Israel gesagt hast, das, was du über Andersgläubige gesagt hast. Und ich wollte dir das einfach nur mal sagen. Wirklich von meiner Seite, ohne. Ich danke dir. Den Rest, den musst du mit dir selber ausmachen, ob du ein Moslem bist, laut deinen Schriften oder nicht. Wir wissen das. Aber ich will dich jetzt nicht dafür kritisieren oder da reingrätschen, weil ich finde, das, was du gesagt hast hier an der Stelle, dein Charakter ist so gut. Den Rest musst du mit dir selber ausmachen, wie gesagt. Ich wollte das einfach nur sagen. Ich hatte echt das Bedürfnis, jetzt hochzukommen und dir zu sagen und dir zu danken für deine Ehrlichkeit. Und bleib bitte so, wie du bist. Inshallah, hoffentlich wirst du bald Christ. Nimm mir das nicht übel, aber auch wenn nicht, bleib weiter Mensch und bleib so, wie du bist. Danke wirklich dafür, bist ein toller Mensch. Sehr so, gut, sehr gut. Mohammed, ich danke dir auch sehr für deine Worte. Noch was alle klatschen. So, ich bin raus, ich muss los. Gottes Segen an alle im Chat, Gottes Segen an euch alle hier oben. Flexer, Bruderherz, wir sehen uns bestimmt die Tage. Ich bin mal 2-3 Tage ein bisschen unterwegs und dann... Okay. Feiertag ein bisschen genießen und dann sprechen wir uns wieder. Lass okay, mich ausreden jetzt. Lass mich ausreden, du Lugner. Ciao. Flexer, was hast du gerade gesagt? Ja, alles gut. Okay. Ja, Mohammed, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Ich gebe dir nur ein paar Worte mit. Jesus Christus ist die Wahrheit, das Licht, okay, das Alpha, das Omega. Und wie gesagt, ich kann dir nur eins ans Herz legen. Das darfst du auch nicht als Beleidigung sehen, anstatt einem Mohammed zu folgen. Ich sehe alles hier nicht als Beleidigung, wirklich. Ich sehe das hier nicht als Beleidigung. Ich nehme das sehr, also sehr respektvoll auf, was ihr hier sagt. Das, was ihr hier sagt, ist auch nicht schlimm. Dass ihr zum Beispiel sagt, ja, aus meinen Schriften her, das ist eure, das, guck mal, ich akzeptiere es, es ist in Ordnung für mich, ihr seid nicht beleidigend gewesen, ihr wart immer sachlich, das war für mich ein sehr, sehr guter Diskurs. Das, was ihr hier macht, ist richtig und wichtig, genau wie zum Beispiel Michael Stützenberger, wie er es macht auf der Straße, ist seine Sache. Was er macht, ist demokratisch korrekt, und all diese Leute, die hier drin sind, auch an meine jüdischen Brüdern und Schwestern, es tut mir von Herzen leid, im Namen von mir, jemand, der Mohammed Ali heißt, für die Schandtaten, die in Israel passiert sind. Inshallah, ich bete für Israel, Bravo. Dass Israel siegen wird und Israel wird auch siegen. Amen. Und bitte, bitte, versucht trotzdem ein kleines bisschen Hoffnung zu haben, dass nicht alle Muslime gleich sind. Das möchte ich als letztes Wort mir auf meinem Weg hier mitgeben. Ich habe viele jüdische Brüder. Rosalino, an die anderen, bitte stummt euch mal bitte kurz. Alle kurz stummen. Bevor er geht, wollte ich ihm noch was sagen, denn bevor er geht, nicht, dass er danach rausgeht. Das war mir wichtig. Ich wollte auch was sagen, aber ich konnte gar nichts sagen. Ich bin die ganze Zeit, habe ich mir verkniffen. Ja. Egal, Latina, ich bin gleich fertig. und ich wollte Mohammed was sagen, deswegen. Okay. Und wirklich, ich möchte mich von Herzen entschuldigen, auch an die Christen und an alle Andersgläubige, die von Muslimen beleidigt werden, gemobbt worden sind, nur aufgrund ihrer Religion. Bleibt stark. Die Juden wurden jahrzehntelang verfolgt und getötet und heute haben sie die Chance, sich zu verteidigen und sie werden auch jede Dankeschön. Chance nutzen. Dankeschön. Endlich das einer, Recht, der sich zu verteidigen. Und Danke. jeder, der die Hamas unterstützt, unterstützt auch mehr oder weniger den Terrorismus. Jetzt bin ich leise, jetzt könnt ihr reden, ich bin noch kurz drin und dann gehe ich raus. Alles klar. Latina, du kannst noch was sagen und dann sage ich noch Mohammed meine letzten Worte. Ich glaube, Jay will da noch was sagen. Worte und dann hat Mohammed gesagt. Warum? Du hast also Mohammed, letzte Worte an Mohammed. Du bist ein richtig süßer Junge.
Also Mohammed, erstmal wollte ich dir sagen, dass ich spüre, wenn du es annimmst, nimmst du es an. Und wenn nicht, dann kannst du kannst, du hast einen freien Willen, kannst du machen, was du möchtest, denken, was du möchtest, Bruder. Ich, Gott, Jesus Christus, wie, liebt dich. Und ich werde beten auch für dich. Und ich liebe dich auch. Und er wird dir begegnen, ja, weil die Einstellung, die du hast, und ich weiß auch, ich bin auch der Meinung, ich liebe Muslime, ja, und alles, was du gesagt hast, Hut ab, wirklich von Herzen. Und so wie Muslime und Juden oder Christen zusammenleben in manchen Ländern, ja, friedlich, das geht, das funktioniert. Genau. Und ich, wie gesagt, ich bin der Einstellung, ich war schon immer der Einstellung, ich bin nicht gegen Muslime, ja, aber ich bin halt gegen Menschen, Muslime, die sich nicht benehmen, die Frauen nicht respektieren und die TikTok sportlich machen, die denken, ah, ich darf das, ja, weil ich Muslim bin, ich will dich jetzt nicht angreifen, will dir auch nicht so nahe treten, Entschuldigung, wenn ich vielleicht gemacht habe. Und es wäre schön wirklich, wenn alle so denken würden wie du. Und wie gesagt, wie die Schwester Jaylee gesagt hat, dann würden wir, ganz ehrlich, wir würden wirklich Frieden haben. Wir würden alle zusammen teilen, leben, essen, lachen. Es wäre schön. Aber leider leben wir nicht in so einer Welt. Wir leben voller Krieg, Seuchen, Katastrophen. Ja, das Problem, ganz kurz, wenn ich reingrätsche, der Islam, die Ideologie dahinter, ist negativ und ist gewaltsam. Das ist das Problem. Das ist keine friedliche Religion, die man ausleben kann als friedlich. Meine letzten Worte an dich, Mohammed, ich bin selbst Atheistin. Ich glaube, dass es was im Universum gibt, was ich aber einfach nur als Quelle, als The Source ansehe, wie auch immer. Es geht ein bisschen in eine spirituelle Richtung, aber an deiner Stelle würde ich einfach ein Freigeist sein und einfach mit deiner Menschlichkeit und deiner Empathie, die du besitzt, einfach nur weiterhin so Gutes tun und so demokratisch sein und empathievoll sein und mit Liebe in jede Richtung gehen. Damit kannst du nichts verkehrt machen. Ja, okay, also, dann Mohammed, dann gebe ich dir noch meine schönen Worte. Ich hoffe, du hast mein Wort, was ich vorhin gesagt habe, auch aufgenommen. Jesus Christus ist die Wahrheit und das Licht, das Alpha und das Omega. Ja, er ist am dritten Tag auferstanden. Ja, er ist für unsere Sünden gestorben. Er ist das Licht und die Wahrheit. Ja, und nichts anderes. Das ist das, was ich dir nur mitgeben kann. Und wie gesagt, du bist wirklich ein anständiger Typ. Krieg nur keinen Schock, wenn du siehst, dass ich hier die Hadithe ordentlich auseinandernehme. Weil du bist nicht der Einzige. Ich sehe hier auch sehr viele arabische Christen, die auch arabisch rezitieren. Ich finde es gut, dass es hat was mit Aufklärung zu tun, weißt du? Ich danke auch allen Leute, die hier Geschenke verteilen. Mohammed, warte, ich habe auch gewartet. Wenn ich dir noch was mitgeben darf. Bevor ich rausgehe, dir auf jeden Fall nur sagen, dass ich es großartig fand, dass du auf jeden Fall gesagt hast, du stellst dein Eid und das Grundgesetz immer über deine Religion. Und das ist das Wichtigste von allen. Da kannst du Religionsangehörige sein, wo immer du willst. Du stellst dein Eid darüber. Das ist das Wichtigste als Feuerwehrmann und als, ich salutiere vor dir und will ich mir auch auf jeden Feuerwehrmann. Fall. Bitte folge mir, weil ich konnte dir nicht folgen. Du hast dir den Follow auf jeden Fall verdient. Flex, ja, ich danke dir, dass ich hier sein dürfte. Ja. Ganz kurz. Und ich wünsche euch allen auf jeden Fall alles Gute und weiter so. Mohammed, darf ich dir vielleicht auch noch ein paar Sachen sagen zum Schluss? Ja, kannst du, aber... Oh, Leute, wir sind fertig. Ui. Letzte Woche. Falls ihr auf Twitter seid, das wäre wichtig. Vor- und Nachnamen. Das wäre sehr wichtig, weiß eigentlich. Das letzte Wort von mir ist eigentlich sehr, sehr wichtig, weil, guck mal, ich gehe kurz auf Dinge, ich gehe so schnell wie möglich auch drauf ein. Guck mal, wenn du ein Jude sein, ich sag das immer wieder, wenn du ein guter Jude sein willst, dann musst du die Gesetze und die Regeln, die das Judentum bietet, musst du annehmen und ausführen, damit du ein guter Jude bist. Wenn du ein Christ sein möchtest, dann musst du den Regeln und Gesetzen, die Jesus Christus gegeben hat, auch denen folgen, dass du ein guter Christ bist. Und wenn du ein Muslim sein willst, dann ist es dort nicht anders. Du musst die Regeln und Gesetze, die der Islam unterbreitet, musst du befolgen, damit du ein guter Muslim bist. Stell dir mal diese Frage einfach so für dich alleine, ob du diesen Werten überhaupt folgst, weil das ist für mich das Allerwichtigste, weil alles, was ich vor mir sehe, ist kein Muslim, Bruder. Denk mal darüber nach, bitte.
Okay, jetzt Mohammed, du hast jetzt die Worte bekommen. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall weißt, worauf wir hinaus möchten, und ich hoffe, dass du auch das aufnimmst. Ja, was anderes kann ich dir jetzt nicht sagen. Ansonsten, ich nehme es auf und ich werde euch nicht dazu animieren, zum Islam zu konvertieren. Das ist auch nicht meine Art, jemanden von irgendwas zu überzeugen. Zu was ich überzeugen kann, ist immer Demokratie und den Gesetzestreu zu dienen oder vielleicht anzuwerben, zur Bundeswehr zu gehen oder irgendwo im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Falls ihr aktiv auf Twitter seid, Flexer zum Beispiel, falls du aktiv auf Twitter bist, merkt ihr einfach meinen Namen, Mohammed Ali, und mach einfach Slim dahinter, S-L-I-M, wie Slim Shady, dann wirst du mich finden. Also ich benutze eigentlich meinen Twitter-Account eigentlich nur wegen Elon Musk, wegen der Bitcoin-Geschichte, weil ich verfolge die ich verfolge das nur wegen der Bitcoin-Geschichte und andere Sachen, aber ja, kann ich gerne machen. Das auf Twitter kämpfe ich sehr, sehr aktiv und auch international für gerade interreligiös ein, also falls ihr Interesse habt, genau. Du solltest definitiv bei der BPE Mitglied werden, Mo. Naja, also, ciao, ciao, Mo. Ciao. So, passt doch. Das war doch mal ein... Rede jetzt. Was? Nichts. Dr. Schnick, bist du noch manchmal, da? Manchmal kommt da haben die ihn mir durch. Ja. Nee, Leute, das war ein sehr, sehr netter. Ich habe noch nie so einen Moslem gesehen, der so respektvoll ist. Ob ich das noch Moslem nennen kann, fragwürdig, ja, aber er ist sehr, sehr respektvoll. Das gibt's nicht. Sowas werden wir hier oben nie sehen. Wir werden nur Moslems hier erleben, die respektlos sind, die schreien, beleidigen, das N-Wort benutzen oder das Wort Bimbo benutzen. Und deswegen sollte man sich fernhalten davon. Genau. Nichtsdestotrotz, ich meine das auch nur gut. Ich meine das auch nicht böse. Genau. Ja, dann fangen wir mal an. Fabi möchte rein. Dann lassen wir mal den Fabi Flex, rein. Ich verabschiede mich direkt an der Stelle. Oh nein, du gehst doch jetzt nicht. Genau jetzt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und das war gerade so schön zuzuhören. Ey, du lässt mich also hier hängen, oder wie? Warte mal bitte ganz kurz. Ihr behandelt jeden Tag dieselben Themen. Ich kann das teilweise schon wirklich nicht mehr hören. Und wie viel kognitive Dissonanz. Ja, ich verstehe dich, Jayline. Kognitive Dissonanz in manchen muslimischen Köpfen herrscht. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Wie man so die Augen vor der Wahrheit verschließen kann. Die wissen das und schämen sich für ihre eigene Religion, für ihre eigenen Schriften. Und dann versuchen daraus, sich rauszureden, anstatt einfach genauso ehrlich, wie gerade der Mohammed das gesagt hat, zuzugeben und dann zu sagen, pass mal auf, und wenn ich dafür kritisiert werde, dann soll Allah mir ein Ohr dafür abschneiden, alles schön und gut, aber wenigstens bist du deinem Herzen loyal geblieben und so. Aber ich kann mir das nicht jeden Tag geben, wirklich ohne Spaß. Ich bewundere deine Stärke, dass du dich jeden Tag damit auseinandersetzen kannst. Ich meine, du hast ja noch den christlichen Weg, den habe ich ja jetzt nicht, dass ich da so hinaus bin. Wenn es darum gehen sollte, da können wir gerne mal eine neue Thematik aufmachen in Richtung spirituell. Wenn ich dir erzähle von Tonbandaufnahmen, die ich mache, dass ich mit verstorbenen Seelen sprechen kann, dass ich da gewisse Informationen habe und Beweise habe, dann gehen wir aber in eine ganz andere Richtung und ihr habt euch festgefahren auf diese muslimische Richtung. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Wenn du Themen hast, dann kannst du die auch gerne hier ansprechen. Das ist auch kein Problem. Ne? Ja, aber das ist komplett, also das hat jetzt nichts mehr dann mit dem Islam zu tun. Ne? Also wenn du da gerne mal drüber sprechen willst, kann ich euch gerne mal meine, also wenn ich davon, oder wenn ich sage, ich bin Atheist, dann hat das nur, dann sage ich quasi, ich glaube an keins von den Religionsbüchern, die uns gegeben wird. Kein Problem, dann komme ich in deinen Stream und dann beschenke ich dich wieder. Das kannst du gerne machen. Jelly, darf ich dir was sagen? Ich weiß, dass du nicht daran glaubst, aber Gott, Jesus Christus liebt dich und wir auch. Also ich kann dir nur sagen, Jesus Christus ist in meiner Welt die Sonne. Oh Gott. Okay, in meiner Welt ist er was anderes, aber jenseits, alles gut, ich will dich nicht überzeugen, alles gut. Nein, ich will auch nicht, das ist ja, guck mal, und deswegen, mich hat gerade jemand gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, jemand hat gefragt, ja, warum ich hier bei euch Christen chille. Das Ding ist,
ich habe gegen niemanden was, der friedvoll ist. Und es gibt Menschen, die nehmen irgendwelche Tic-Tacs mit Placebo und das hilft denen. Wenn dir das hilft für dein Leben, um Kraft zu schöpfen, um... Aber Hauptsache, Jay, Hauptsache, kein wenigstens Sonne, aber kein Mond. Du weißt Bescheid. Was? Wenigstens ist es die Sonne und kein Mond, Gott sei Dank. Ja gut, der Mond erhält in der Nacht das Licht, so dass... Weißt du nicht, was ich damit meine, mit dem Mond? Nee, weiß ich jetzt nicht. Ich schreib's dir, egal, ich schreib's dir. Ich sag dir, was ich damit gemeint habe. Die Sonne ist Licht, schön, ja. Alles gut. Ja, ohne die Sonne wären wir nichts. Und wenn ich euch ganz kurz erkläre, dass wenn die Sonne in der Wintersonnenwende untergeht und dann 3 Tage laut dem Tiersternzeichen, also von dem Kreuz des Tiersternzeichens untergeht und 3 Tage später wieder aufgeht die Sonne und man dann plötzlich in der Bibel liest, dass er gekreuzigt wurde und 3 Tage später wieder auferstanden ist. Also es gibt sehr viel Parallelen, weswegen ich mit dem Christentum keinerlei Probleme habe. Warum sollte ich auch geht in so eine Richtung, ja. Aber meins geht noch ein bisschen tiefer und ich bin auch noch zu Zeiten der Sumerer, wo es noch keine Religion gab, mit sumerischen Tafeln, wo man ein bisschen von Wissen schnappen kann. Also ich bin noch ein bisschen weiter zurück, wo sich das alles zusammenballt zu einem Grundsatz von Wissen, wo Religionen nicht mehr wirklich den Platz haben, wie manche Leute ihnen den Wert zusprechen. Also du vergleichst so ein bisschen, ne? Sehr viele Parallelen. Jay. Ich will auch. Jay, ja. lass uns einfach drüber später schwitzen. Alles gut. Ja, das ist ja. Wenn das würde die Thematik so weit ablenken von dem, was ihr in euren Streams habt. Das Ding ist, ich habe auch nichts gegen Muslime, zumindest nichts, was hilft. Nein, das war ein Spaß. Meine beste Freundin ist Türkin. Wäre mal gut. Meine beste Freundin ist Türkin. Die haben quasi genau dieselbe Auffassung und Interpretation, wie zum Beispiel der Mohammed das hatte. Weil sie quasi da die Augen vor der Wahrheit verschließen, was wirklich tatsächlich im Koran drinne steht und dann mit falsch übersetzt und etc. die ganzen Sachen, ne? Da diskutiere ich gar nicht erst. Aber meine andere Freundin ist Russin, die ist komplett streng christlich. Also ich habe mit keinem von dem Probleme, weil wenn du einfach ein guter Mensch bist, empathisch bist und mit Liebe handelst, dann brauchst du keine Religion. Es sei denn, du willst dich motivieren, du brauchst einen Strohhalm, eine Bindungsfigur, an dem du festhalten kannst, wofür du die ganze Scheiße hier auf der Welt überhaupt mitmachst. Eine Art von Erlösung, eine Hoffnung für, was danach passiert, etc. Und da gibt's bei mir halt einfach nur das Wissen von Fakten, von Nahtoderfahrungen, was nach dem Tod passiert, in Verbindung mit meinen Tonbandaufnahmen, mit EVPs, wo ich Kontakt zum Jenseits habe quasi, wo ich weiß, dass danach jeder ein quasi Leben mit Anführungszeichen, ein Leben danach hat, was endlos ist, was nur gut ist, was nur in Liebe und Harmonie ist. Dafür muss man sich einfach nur mit der Thematik Nahtoderfahrung auseinandersetzen, was die da berichten. Da kommen Atheisten hin, da kommen Muslime hin, da kommen Christen hin. Sorry. Da gibt es keine Spaltung von Religion, da gibt es niemand, der irgendwo richtet oder sonst irgendwas. Uns erwartet das alle. Gibt es Menschen, die böses Blut haben, die wirklich evil sind, also die wirklich böse Dinge getan haben, die werden da ankommen im Jenseits und werden feststellen, wenn sie ihren Live-Review kriegen, dass die nichts gelernt haben, um im Jenseits zu manifestieren und werden nochmal neu geboren. Und das, was quasi die Hölle ist, ist eigentlich die Welt, auf der wir leben. Dass sie hier dieser ganzen Scheiße und diesem Negativen wieder ausgesetzt werden und alles nochmal neu quasi durchleben müssen und die ganzen Erfahrungen nochmal machen müssen. Okay, Jay, wir reden darüber, okay? Ich habe schon alles gesagt. Also in diesem Sinne, jeder soll glauben, was er möchte, jeder soll das tun, was er für sich am besten ist, ohne sich jemand anderem aufzudrängen oder irgendjemandem weh zu tun. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Ich höre noch ein bisschen so nebenbei zu. Und labern kann ich auf jeden Fall auf Ernst, Mohammed. Ja, definitiv. Als Verkäuferin musst du das. Und in dem Sinne mache ich noch schnell Werbung, wie Mohammed auch. Ihr könnt sehr gerne alle mal auf meinen Online-Shop gehen. Ich mache geile Streetwear, ich bin selbstständig. Für die Mädels habe ich freitags, samstags, sonntags immer Live-Verkäufe. Folgt mich, ich küsse euer Herz. Und versendest du auch, Liebes? Versendest du auch?
Daily? Natürlich, nur. Ich mache nur online. Okay, dann schaue ich mal rein. Reicht doch, sei ruhig jetzt. Blaue Wand. Du wirst als erstes von mir jetzt persönlich, höchstpersönlich. Jetzt. Warum habe ich hier eigentlich immer noch keine Moderatorrechte, ne? Du kriegst gleich, Bruder, jetzt chill. Da greift mich doch gleich an, ey. Ich will gleich alle Rechte haben, sogar, dass ich die Leute rauspeitschen kann. Mir hat er auch Modi gegeben. Jetzt flex ich mal Spaß, Bruder. Und es ist nichts passiert. Ich konnte gar nichts machen. Weil ich nichts zu sagen habe. Ich will deine Datens, deinen Kanal und deinen Schmuck. Ich habe zu viel Menace angeschaut. Zu viel Menace. Ja. Kann man ich will deine Datens, deinen Kanal, deinen Schmuck und ich will einen doppelten Cheeseburger. Ja. Mach ich. Kann man mich hören? Ja, man hört dich. Jetzt hört man mich. Hallo. Ja, hallo. Okay, danke. Ja, hallo. Die blaue Wand nochmal, weil meine Verbindung war schlecht. Blaue Wand, es war schlecht, dass du jetzt mich hier doof angemacht hast, weil ich bin Modi. Ich habe dich persönlich gestummt. Und das gilt auch für alle anderen, die respektlos hier drinnen schreiben. Seid alle respektvoll. Wenn ihr die Meinung nicht ertragen könnt, geht raus aus Deutschland. Wie Flex immer so schön sagt, One-Way-Ticket. Richtig. Ich stelle mich zur Verfügung, ich zahle. Und nicht mehr zurück, genau. Die Beste. Ersten 10 Tickets zahle ich sogar, gar kein Problem. Meldet euch bei mir, wenn ihr zurück wollt in eure Heimat. Jay, wir sammeln Spenden zusammen, das ist gar kein Problem. Oder, nichtsdestotrotz, denn zahle ich das Erste für die Familie, du für den Typen. Kein Problem, überhaupt kein Problem. Okay, also, macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und passt auf euch auf, bleibt gesund, ja? Ja, ich weiß drauf. Tschüss, meine Liebe. Oh yeah, Leute, das war doch ein geiler Stream. Ne? Ja. Soll ich durchleiten? Erstmal Alhamdulillah Jesus, guys. Alhamdulillah Jesus. Jesus is amazing erstmal. Alle erstmal ein Amen. Alle ein Amen. Of Kings. The King of Kings in the house is Jesus. The only way, the truth and the light. Amen. Amen. Ja, Leute, wie gesagt, Liebe geht an euch alle raus, Leute, aber jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause. Wir sind so vom Thema abgekommen, dass ich nicht angefangen habe, die Hadithe zu zerstören. Das ist sehr, sehr komisch, ja, dass ich heute gar nicht darüber gesprochen habe, obwohl ich richtig loslegen wollte. Jay, du hast mir meinen Spaß verdorben. Liebe zu Hadith hat dich hops genommen. Ja, natürlich hat er mich hops genommen. Natürlich hat er mich hops genommen. Lauter Lügner hier drinnen. Natürlich hat er mich hops genommen. Ja. Liebe zu Hadith hat sich selbst hops genommen. Ja, Liebe zu Hadith hat sich selber vernichtet. Nicht mal ich ihn, sondern er sich selbst. Aber ja. Nichtsdestotrotz, Leute, Liebe geht raus an jede Nationalität hier drinnen. Ja, außer die Pharisäer hier, ja. Die haben ja ihren eigenen Platz, diese Pharisäer hier, die hier reinschreiben. Lüge zum Hadith, genau. Leute, schon alleine, weil sie so solche Beleidigungen hier reinschreiben, Leute, macht euch schon mal ready für später. Ich werde einige Hadithe auspacken und ich werde diese Hadithe auseinandernehmen, Leute. Kommt nachher rein, Leute, in den Stream. Und wie viele kommst du ungefähr, Brudi? Zwischen 19 Uhr vielleicht so ungefähr, 19 Uhr so ungefähr. Okay. Vielleicht auch ein bisschen später. Nichtsdestotrotz, jeder Moslem kann gerne hochkommen, ja. Ich stelle 4 Fragen, danach kann der Moslem gerne auch 4 christliche Themen stellen, Fragen stellen, das ist gar kein Problem. Und ich nehme diese Herausforderung an, ja. Ich kann auch allein im Stream sein, das ist gar kein Problem. Ihr könnt kommen. Ich werde euch 4 Fragen stellen und ich nehme euch richtig auseinander, so wie es sich gehört, ja. Ich will nicht hochmütig klingen, aber das werde ich machen. Ne? Kommt hoch. Ich stelle euch vier spezielle Fragen und bringt mir auch dazu auch die Tafsire, die Erklärungen auch dazu. Wer nicht kann, ja, der ist ein Jahil in meinen Augen. Weil in der Bibel, ja, wenn ihr Beweise haben wollt, ja, müssen wir euch auch Beweise liefern. Ja, und die Bibel erklärt ja auch alles.
Deswegen, ich bin später da. 4 islamische Fragen. Die anderen können kommen und mir 4 biblische Fragen stellen. Das ist gar kein Problem. Ja. Deswegen, let's go. Schon alleine, weil sie beleidigen, muss ich die auseinandernehmen. Ne? Ich bleibe aber trotzdem in der Liebe. Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch jetzt hochkommen. Die so große Klappe haben, kommt hoch. Yalla, eine Frage stelle ich euch. Dann könnt ihr eine Frage mir stellen. Also, yalla. Wer will hochkommen? Ja, kommt hoch, let's go. Wenn ihr wollt, gehe ich runter dann. Ja, ja, Fabi, Latina, geht mal kurz runter. Yalla, kommt hoch. Ich stelle euch eine spezielle Frage. Yalla, kommt hoch. Geh mal runter, lass Platz für die anderen. Ja, ja, lass mal Platz für die anderen, Fabi, ganz kurz. So, yalla, kommt hoch. Ihr habt ja gerade eben so alle große Klappe. Kommt hoch. Wir nehmen euch auseinander. Kommt hoch. Yalla. Kommt hoch. Egal wer, kommt hoch. Eine Frage. Nur eine einzige Frage. Kommt hoch. Ich komme nicht, solange ich oben bin. Na, stumm dich. Du musst ja nichts machen. Kommt hoch. Ich zeige euch mal ein paar schöne Hadithe. Kommt hoch. Sogar sehr, sehr authentische Hadithe. Yalla, kommt hoch. Keiner. Zeitverschwendung. Alle große Klappe hier im Chat, aber keiner stellt Anfrage. Ihr Jahils. Kommt hoch, yalla. Ich habe die Leute jetzt rausgeschickt. Yalla, kommt hoch. Okay. Wer ist da? Der wahre Weg. Okay, das ist unser Bruder. Ja, so. Der wahre Weg, Bruder. Wo sagt Jesus ist Gott, Audubillah? Meine lieben Freunde, wie geht's euch? Ja, lauter Witzfiguren, jetzt auf einmal lese ich nichts mehr. Ja, der hat dich widerlegt. Yalla, komm hoch. Eine Frage stelle ich euch, sogar 2. Komm, yalla, 2. Ich mach 2 Fragen sogar. Komm, yalla. Kommt hoch. Bruder Flex, hör mal, ja, ich hab eine Frage hier an dich. Ja. Man sagt immer, im Islam und so ist ja jeder willkommen und sowas. Mhm. Jede Hautfarbe und sowas, ja. Weißt du vielleicht, was die mit den Schwarzafrikanern gemacht haben? Ich weiß, Bruder, ich kenne die, ich weiß alles. Ich kenne so viele Hadithe, Bruder, glaub mir. Das ist der Wahnsinn. Und mit dieser Hadithe schlage ich die auch. Nur mit diesen Worten. Unglaublich. Mehr muss ich gar nicht machen, Bruder. Nur mit das, was in ihren Schriften drin steht, schlage ich sie. Und keiner von denen kann mir eine Erklärung bringen, ein Tafsir bringen, die Philosophie nur rum. Bruder, ja, ich hab auch eine gute Theorie. Guck mal, die haben ja mit den Schwarzafrikanern so Sachen gemacht, so, die will ich jetzt hier nicht sagen, wegen TikTok. Mhm. Es kann vielleicht daran liegen, dass der Mohammed ja geritten wurde von Afrikanern, weißt du, ich meine? Er wurde sogar ganz stark von denen geritten. Aber von hinten, Digga, richtig. Weißt du, ich meine, glaub es mir. Darum ist es so. Weißt du, was die Afrikaner mit denen gemacht haben? Den hier. Hör auf, Mann. Bruder, hör auf, Mann. Der Mohammed, der hatte eine Vorliebe. Ach, hör auf. Der Feinschmecker. Der ist so ein Feinschmecker, ich sag's dir, ey. Schleckermäulchen, kleines. Die haben den Boden losgeritten, Mann. Boden. Ja, hör auf, der konnte nicht mehr laufen, Mann. Ey. Ja, sieht man ja. Geil. Ja, Josie, willst du noch was sagen? Weil ich mach dann jetzt eine kleine Pause. Ich habe eine Frage. Wie viele Jünger hatte Jesus nochmal? Ey, bitte beleidige den anderen Bruder nicht, Mann. Nein, sorry, ich werde es nie vergessen können, nie. Ey, ihr wisst schon, wegen dieser Aussage, der hasst mich jetzt, ne? Wegen dieser Aussage, der hasst mich bis heute noch. Ey, ohne Witz, welche Zahl hat der genannt? Ich glaube, der hat gesagt, ja. Da wollte darauf keine Antwort geben. Genau. Ja. Ach du Heilige. Ich glaube, der wusste das gar nicht. Das war der stärkste Christ. Ey, hallo? Ja. Der war der stärkste. Ja, das ist brutal. Ja, also der hat mich wirklich enttäuscht. Aber ja, egal. Aber okay. Ja, etwas zu viel philosophiert, das stimmt. Ja, genau. Ja, also, meine Lieben, ich habe euch alle ganz dolle lieb an die christlichen Brüder und Geschwister. Ja, und natürlich die Pharisäer. Ja. Ich habe euch ganz dolle lieb. Und wie gesagt, Leute, bleibt im Glaube ganz fest. Ja, ihr wisst ganz genau.